So, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder zurück aus Stuttgart. Es ist interessant, wie das, der Raum so ruhig wird, wenn man nur ganz gebannt in die Richtung Kamera schaut. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, Sie haben sich gestärkt. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen sich unterhalten, ein bisschen darüber nachdenken, was wir gerade gesprochen haben. Wir werden jetzt noch eine ganze Menge vor uns haben. Ich möchte natürlich alle herzlich wieder begrüßen, die auch jetzt live zugeschaltet sind auf wwwmagna Hoffentlich haben Sie auch sich gut stärken können. Was auch immer Sie getan haben in den vergangenen 15 Minuten. Jetzt haben wir einiges Spannendes vor uns. Ähm, man hat mich gerade hier begrenzt. Ich gehe wohl zu viel aus dem Kamerabild. Ich weiß nicht, wenn Sie hier vorne sitzen können, Sie es sehen. Hier gibt es jetzt eine Grenze. Ich versuche mich daran zu halten. Es wird schwierig werden, denn jetzt werden wir sehen, wie der europäische Protestantismus alle Grenzen sprengt. Nicht wahr? Und da werden wir jetzt sprechen. Wir haben viel vor uns. Es wird sehr, sehr spannend werden, hoffe ich. Und ich möchte den Abend noch einmal, nicht den Abend, aber diesen zweiten Vortrag beginnen mit einem Gebet. Und ich glaube, wir können nie genug beten, haben wir gerade gelernt von Luther. Und ich lasse Sie ein noch einmal mit mir, Ihr Haupt zu neigen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir noch einmal zu dir kommen können. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Und dass wir in den verschiedenen Dingen, die wir in der Geschichte sehen dürfen, nicht einfach nur Geschichte sehen, sondern auch unsere Geschichte wiederentdecken. Und dass wir deine Stimme, Hören, aus den Zeugnissen der Menschen, die für dich eingestanden sind. Und so bitten wir das alles in deinem Namen. Amen. Was verbinden Sie mit dem Namen Paris? Einige Die Stadt der Liebe, nicht wahr? Haben Sie gewusst, dass Paris auch eine ganz besondere Rolle zu spielen hat in dem Magna Conflictio? Eine gewaltige Rolle und die viel früher beginnt, als die meisten das geschichtlich ansetzen werden. Wir wollen jetzt gemeinsam die nächsten Minuten erstmal nach Paris gehen. Ich möchte Sie entführen nach Paris, aber nicht in die Stadt der Liebe, sondern in die Stadt der Gelehrten. Denn Paris um 1500 herum ist eine Stadt, die von Gelehrten nur so überschäumt. Der König dort, Franz I., von dem wir gerade schon ein bisschen gehört haben der sich in meinem Krieg befand mit Karl V., war ein großer Humanist und hat viele Gelehrte dort an die Sorbonne geholt. Und einer der Gelehrten dort an der Universität Anfang des 16. Jahrhunderts, noch bevor Luther richtig so auf die Bühne trat, war er hier. Sein Name ist Jacques Lefebvre. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer von Ihnen hat von dem Namen Jacques Lefebvre gehört? Oh, doch einige. Interessant. Jacques Lefebvre war wie gesagt ein Humanist, er interessierte sich für die alten Schriften und wenn man an der Universität ist im Mittelalter und sich für alte Schriften interessiert, kommt man nicht drum herum, sich vielleicht auch für die alten urtextlichen Ausgaben der Bibel zu interessieren. Und er hat angefangen, die Bibel im Hebräischen und vor allem im Griechischen zu lesen. Und als er das so liest, stellt er immer mehr fest, dass das, was er in der Kirche hört, was die... Ähm, die Priester und die Bischöfe lehren und das, was im Urtext der Bibel steht, ziemlich weit auseinandergeht. Und als ein Professor, der am Wissen interessiert ist, tut er das ganz subtil im Unterricht seinen Studenten immer weitergeben. Lefebvre war schon vor Luther zu einigen interessanten Erkenntnissen gekommen. Durch das Studium der Bibel und der Bibel allein konnte er schon 1512 sagen: Das ist wie viele Jahre vor dem Thesenanschlag? Vor dem 1512. Fünf Jahre genau, fünf Jahre vor dem Thesenanschlag von Luther sagt er bereits, nicht öffentlich, aber in seinen Schriften so für sich und zu seinen Studenten, Gott allein gibt uns die Gerechtigkeit durch den Glauben, rechtfertigt uns allein durch seine Gnade zum ewigen Leben. Das hat Luther 1512 noch nicht so deutlich gesehen. Reformation beschränken wir meistens auf einige bekannte Größen, aber Gott hatte seine Leute schon lange vorher. An ganz unterschiedlichen Stellen, die schon manchmal klarer gedacht haben als die großen Reformatoren. Lefebvre 112. Und während Lefebvre selbst nur an der Universität gewirkt hat und seine Studenten so ein bisschen beeinflusst hat in diese Richtung, gab es einen seiner Studenten, wenn wir das Zitat müssen wir noch lesen hier, äh, es heißt hier: Oh, wunderbarer Austausch. Die Unschuld wird verurteilt, der Schuldige wird freigesprochen, der Gesegnete verflucht. Der Verfluchte gesegnet, das Leben stirbt, der Tod erhält das Leben. Die Ehre ist mit Schmach bedeckt, der Geschmähte wird geehrt. Was für eine tolle Beschreibung des Evangeliums, nicht wahr? Jesus der Unschuldige wird verurteilt, ich der Schuldige werde freigesprochen. Jesus der Gesegnete wird verflucht, ich der Verfluchte werde gesegnet. Das Leben stirbt, ich der den Tod verdiene erhalte das Leben und so weiter und so fort. Der Pfeffer hat schon zu diesem Zeitpunkt sehr deutlich das verstanden und einer seiner Schüler, die das dann öffentlich auch gepredigt haben war Giuliano Farrell. Und er beginnt zu dieser Zeit, das, was er im Unterricht gelernt hat, öffentlich zu predigen. Bevor er dazu kam, war er eigentlich ein strenger, strenger Katholik. Er hätte wahrscheinlich sagen können mit Luther aus der Apostelgeschichte, äh, nicht mit Luther, mit Paulus, aus der Apostelgeschichte, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Damit Sie mal so einen F Geschmack bekommen, wie streng dieser Pharrell gewesen war, schauen Sie mal das Zitat an. Ich knirschte mit den Zähnen wie ein wütender Wolf, wenn sich irgendeiner gegen den Papst äußerte. Also wenn der, der Pharrell durch die Straßen ging und er sah irgendjemand, der irgendein kritisches Wort über den, den Papst gesprochen hat, dann... er war ein vielversprechender Sohn der Kirche. Und er war ein großer Heiligenverehrer. Er liebte die Heiligen. Und er hat alle möglichen Heiligen angebetet und sie besuch, also die Kirchen besucht, aber er hat nicht so wirklich Frieden gefunden. Und es ist sein Professor gegangen zu Jacques Lefevre und gesagt: Was soll ich machen? Und Lefevre hat ihm eine Geschichte erzählt aus seinem eigenen Leben. Lefevre war nämlich selbst einmal ein großer Anhänger der Heiligenverehrung gewesen. Und Lefevre als großer Humanist und großer Gelehrter wollte ein großes Werk schreiben über all die Heiligen. Und während er so dran ist und bereits eine ganze Menge von Manuskripten fertiggeschrieben hat über den Heiligen so und so, den Heiligen so und so und was da passiert ist und der und so weiter, seine Lebensgeschichte, kommt er so auf die Idee, der Lefevre, Vielleicht wäre es ja gar nicht, äh, gar nicht schlecht, auch ein bisschen was aus der Bibel über die Heiligen zu schreiben, nicht wahr? Wäre doch interessant, einfach mal zu sehen, was auch die Bibel über die Heiligen sagt, so als Zusatz. Und so nimmt er sich halt wieder die Bibel vor und sucht, ja, wo steht denn hier was über die Heiligen? Das sucht und sucht. Damals gab es noch keine Bibelserver und irgendwelche anderen Computerprogramme, hat lange gesucht und hat wie viel gefunden? Er hat schon was über Heilige gefunden, aber die Heiligen in der Bibel sind so ganz anders als die Heiligen in der Kirche, nicht wahr? Die Heiligen in der Bibel rennen nicht mit Scheine rum und zu den Heiligen in der Bibel betet man nicht. Das sind einfach Menschen, die Jesus vertrauen. Die werden Heilige genannt. Haben nichts mit den Heiligen zu tun. Und der Lefebvre hatte sich entschieden, als er es erkannt hat, obwohl sein Buch schon ziemlich weit gediehen war, einfach aufzuhören mit dem Buch. Obwohl er so viel Zeit investiert hatte, hat er gesagt: Das Buch ist Quatsch, brauche ich nicht mehr, weg damit. Interessant, nicht wahr? Wenn wir uns für die Wahrheit entscheiden, wenn wir die Wahrheit entdecken, müssen wir manche Dinge aufgeben, in die wir vorher viel, viel, viel Zeit und Geld und Kraft hinein investiert haben. Schon mal erlebt? Irgendetwas jahrelang hinein investiert und plötzlich merkt man, das ist eigentlich falsch. Und dann gibt es einige, sagen, aber ich warte, das ist ja trotzdem gut. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Aber das muss ich mir ein mal erzählen. Ich habe jahrelang all mein Geld und all meine Kraft in ein großes Ziel hineingesteckt. Ich wollte Orchesterdirigent werden. Naja, und... Ich will nicht sagen, dass Orchestertheorien so schlimm ist, die Heiligen anbeten, ähm, aber ich kann mit dem Lefebvre da eine Geschichte erzählen. Wie auch immer. Lefebvre hat ihm das wohl erzählt und Pharrell beginnt zu verstehen, dass man wohl nicht zu den Heiligen beten sollte, sondern dass man die Bibel studieren sollte. Und er bekehrt sich wirklich, nimmt Jesus als seinen persönlichen Heiland an Erlösner, und hört diese Worte von Lefebvre. Das Heil ist aus Gnaden. Der Unschuldige wird verurteilt, der Schuldige wird freigesprochen. Äh, frei Und das, waren wie, das war wie Regen auf die dürre Erde im Herzen von Pharrell. Dieser suchende Mensch hat aus den Worten seines Lehrers diese Botschaft der Gnade gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Freund, liebe Freundin, wie es dir ging, als du zum ersten Mal in deinem Leben gehört hast, dass Jesus aus freien Stücken für dich gestorben ist dass du nicht erst etwas tun musst, damit Jesus sagt, okay, jetzt habe ich dich gern. Wie ist es dir ergangen, als du zum ersten Mal gemerkt hast, Gott hat schon alles getan, ich muss es nur noch annehmen? Vielleicht ist es ja auch gerade während dieser Vortragsreihe gewesen, dass du zum ersten Mal aus dem Mund von Luther und von Hust und von Zwingli und von Lefebvre diese Worte hörst, dass das so möglich ist. Was bewirkt das in deinem Herzen? Bei Pharrell hat das eine völlige Umorientierung bewirkt und er... Hat sich zu Christus bekehrt und er wurde jetzt ein genauso eifriger Verkünder für das Evangelium, wie er vorher eifrig die Zirne geknirscht hat für den Papst. Und er hat in Paris gewirkt und jemand, der ihm sehr zur Seite gestanden hat, war der Bischof von Meaux. Sah ein bisschen komisch aus, jedenfalls auf dem Bild. Ähm, sein Name war Grissonet und er war auch ein. ein französischer Reformator, der dem Farel geholfen hat, die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben, dass Jesus von uns gestorben ist, unter die Menschen zu bringen. Da haben wir den Ort Meaux, äh, in der Nähe von Paris, wo sie vor allem gewirkt haben. Das war das erste Zentrum der Reformation in Frankreich, um die Zeit, wo Luther auch gewirkt hat. Und sie hatten eine ganz berühmte Konvertitin sozusagen. Die Schwester des Königs von Franz I., Margarete hatte sich bekehrt. Und das ist natürlich ein, zu jenen Zeiten, wo das Wort der Fürsten Könige was zu sagen hatte, ein Fund gewesen, mit dem man wuchern konnte. Die Königsschwester ist, Christ, also bekehrte Christin geworden, hat sich für den Glauben an die Gerechtigkeit aus Glauben entschieden, hat sich für Luther interessiert, seine Schriften gelesen. Das ging so weit, dass sogar der König selbst eine ganze Zeit lang, dem sehr offen gegenüberstand. In jener Zeit 1521, das ist das Jahr, wo Luther in Worm steht, beginnt Grissonnet, als der Bischof von Meaux seine Diözese zu reformieren. Er schmeißt all die Bettelmönche raus und tut jetzt, ähm, ich weiß, das ist falsch geschrieben hier, Bischof, französische Schreibweise, ähm, und tut eine ganze Menge von gläubigen Leuten jetzt als Priester einsetzen. Und innerhalb von kürzester Zeit entsteht auch hier die Übersetzung ins Französische des Neuen Testaments. Wann war Luther nochmal? Welches Jahr? 1522, nicht wahr? 1523 kommt Frankreich mit Lefebvre, der dann auch später das Alte Testament übersetzt. In jener Zeit entstanden an mehreren Orten gleichzeitig Leute, die nichts voneinander wussten und alle dasselbe gelehrt haben, dasselbe gepredigt haben und auch noch dieselbe Arbeiten getan haben. Bibel übersetzen. Sehr interessant. Hier haben wir den König, Franz I., er war, wie gesagt, der Sache aufgeschlossen. Er war ja ein Humanist, hat ja die Gelehrten an sich gezogen und fand das toll, dass jemand mal diesen ganzen Aberglauben, diesen ganzen Spuk der Mönche in Frage stellt. Von den Mönchen hat er gar nichts gehalten. Das hat er alles als mittelalterlichen Quatsch abgetan. Und der Luther mit seinen klaren biblischen Argumenten, das hat ihm imponiert, Franz I. Aber auch in Frankreich hat der Magna konflikt so nicht einen Umweg um die Grenze gemacht, sondern er ist mitten in Frankreich hineingebrochen und schon kurze Zeit später waren die ersten Scheiterhaufen aufgerichtet. Denn der Franz war zwar ganz interessiert am Evangelium, aber doch politisch sehr, sehr schwach. Und mit den richtigen Argumenten hat es Rom geschafft, ihn zunächst einmal zur Verfolgung aufzurufen. Und da ist etwas Interessantes passiert. In Mo kamen dann die, ähm, die Inquisitoren und der Führer der Bewegung, Grissonnet, hat Widerrufen. Und zwar ohne den Widerruf zu widerrufen. Er hat einfach sich bekehrt von seiner Bekehrung. Aber was interessant war, seine Gemeindeglieder haben nicht widerrufen. Und während ihr Führer sozusagen wieder in die Arme Rums zurückgelaufen ist, sind die Gemeindeglieder auf dem Scheiterhaufen gestorben. Auch eine Lehre dafür, dass man sich niemals von Menschen abhängig machen sollte. Von noch so tollen Reformatoren. Ganz interessant. Und dann gab es noch jemanden in Frankreich um diese Zeit, der wirklich eine Bombe war. Haben Sie was von de Berquin gehört? Von Louis de Berquin. Wer hat von Louis de Berquin vorher gehört? Louis de Berquin hatte das Potenzial, bekannter und mächtiger als Luther zu werden. Er war aus adligem Haus, aus der Grafschaft in Artois. Ich habe ein Bild von ihm. Und er war sehr gelehrt. Und sehr fromm und hat äh, ein ziemliches Herz gehabt für die katholische Kirche. Er hat gesagt, er war, es heißt hier in einem Geschichtswerk, er war ein sehr eifriger Beobachter aller päpstlichen Einrichtungen, wohnte aufs Genaueste allen Messen und Predigten bei und setzte allen seinen übrigen Tugenden dadurch die Krone auf, dass er das Luthertum ganz besonders verabscheute. Er war ein wirklich treuer Sohn der Kirche, ja, aus Überzeugung gegen Luther aber es sind oftmals diese leute so wie saulus nicht wahr der zu paulus wurde als er die bibel gefunden hat und die bibel gelesen hat dass sich plötzlich alles in seinem kopf umgedreht hat er studiert die bibel und auch er entdeckt jesus christus als einen persönlichen retter und als jurist geht er dann nach paris und hat kontakt mit den bedeutendsten wissenschaftlern seiner zeit zum beispiel erasmus von rotterdam schon was von erasmus von rotterdam gehört ganz bekannter humanist gewesen Großer Wissenschaftler und anderen Gelehrten. Und er hat wirklich beste Kontakte nach ganz Europa und er ist felsenfest bekehrt und möchte Luthers Werk in Frankreich durchführen. Übersetzt Luthers Schriften 1523 ins Französische. Und jemand hat über ihn gesagt, Berquin wäre ein zweiter Luther geworden, hätte er in Franz I. einen zweiten Kurfürsten gehabt. Interessant nicht, ja? Luther ist deswegen unter anderem so bekannt geworden, weil es jemand gab, den ihn beschützt hat. Und wir vergessen manchmal, dass hinter den großen Helden der Kirchengeschichte auch Leute standen, die vielleicht nicht so im Rampenlicht standen, die aber doch die Fäden so ein bisschen gezogen haben. Berquin hatte niemanden, den ihn gestützt hat, so wirklich in dieser Sache. Franz der I. war zu schwach, wie wir gleich sehen werden. Berquin ist dreimal ins Gefängnis geworfen worden. Und jedes Mal, wenn er im Gefängnis war, hat der Franz gesagt: ah, Eigentlich mache ich ihn ja doch, nicht wahr? Hat ihn wieder befreit. Und dann gab es wieder einen anderen Grund. Und dann haben die päpstlichen Gesandten gesagt, du musst ihn jetzt ins Gefängnis werfen. Und dann hat der Franz ihn dann wieder noch befreit. Und es ging immer so rein und raus, rein und raus. Der Franz der Erste, der König, hat gewankt. Er wusste nicht, wie soll er damit umgehen. Und dann hat er einen Ratschlag bekommen von Erasmus von Rotterdam. Erasmus hat ihm geschrieben. Und Achtung, was Erasmus, dieser hochgebildete, berühmte Gelehrte, ihm schreibt, sehr interessant. Er sagt, halte darum an, als Gesandter ins Ausland geschickt zu werden. Mit anderen Worten, flieh. Bereise Deutschland, du kennst Beda und seinesgleichen. Er ist ein tausendköpfiges Ungeheuer, das Gift nach allen Seiten ausspeit. Deine Feinde heißen Legion. Selbst wenn deine Sache besser wäre als Jesu Christi, so würden sie dich nicht gehen lassen, bis sie dich elendlich umgebracht haben. jetzt Achtung. Verlasse dich nicht allzu sehr auf den Schutz des Königs. Auf jeden Fall bringe mich nicht in Ungelegenheiten bei der theologischen Fakultät. Erasmus sagt: bloß auf, ich habe eine Idee, flieh einfach, geh woanders hin, aber pst, sag bloß keinem, dass ich mit dir gesprochen habe. Der berühmte Erasmus von Rotterdam, den jeder kennt, hätte einer der größten Reformatoren werden können, aller Zeiten. Was seine Bibelkenntnis betrifft, gab es keine. Selbst Luther wahrscheinlich, was Bibelauslegung betrifft. Erasmus war im Englischen top notch, er war super. Aber er hatte ein Problem. Er wusste, wenn er sich ganz offen auf die Seite der Reformation stellt, dann kriegt er Probleme mit seinen befreundeten Theologen an den großen Universitäten. Dann verliert er vielleicht seinen Ruhm als Gelehrter. Und es ist interessant, dass heute die Welt Erasmus kennt, aber nicht der bacon. Aber ich würde behaupten, dass der mit Abstand den besseren Charakter hatte als Erasmus. Trotz aller Intelligenz, trotz aller großartigen Kenntnis weswegen Erasmus zu schätzen Er hat auch große Werke getan. Also es gibt ein nach später, wenn er eine Sache kennenlernt, die wirklich gut war, die er gemacht hat. Aber charakterlich gab es ja echt ein Defizit. Naja, Louis de Bequin hat überhaupt nicht darauf gehört, hat gesagt, von wegen, ich werde auch jetzt nicht das, die, 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 hier, hier fliehen, hat im Gegenteil angegriffen, hat einige Aussagen der päpstlichen Doktoren von der Pariser Universität genommen, hat die veröffentlicht und hat gesagt, diese Aussagen, die hier von der Papstkirche gemacht werden, sind falsch. Und ich rufe den K König zum Richter an. Und ich möchte, dass der König entscheidet, ob das richtig ist, was sie sagen. Und der König hat sich natürlich geschmeichelt gefühlt und gesagt: Ja, das ist interessant. Und er hat sowieso nach einer Gelegenheit gesucht, diese, diese Mönche irgendwie mal ein bisschen einen, einen, äh, einen Stich zu versetzen. Und der König Franz I. hat dann gesagt: Okay, ihr lieben Mönche und Theologen, dann äh, widerlegt mal, was der Debakan gesagt hat. Ihr habt die Bibel, jetzt macht mal. Und da fingen sie an zu zittern. Mit der Tradition wäre es ja noch gegangen, aber mit der Bibel. Und so mussten sie einen Trick anwenden. Und es ist so tragisch, was jetzt passiert ist. Just in diesem Moment passiert etwas, dass in Paris von irgendeinem besonders motivierten ein Heiligenbild der Jungfrau Maria, wie sie genannt wird, geschändet wird. Jemand, der besonders eifrig war, der gesagt hat gesagt, wir müssen den, den, den zeigen, nicht wahr? Den, den, hat, hat das Bild geschändet. Und was haben dann die Doktoren gesagt und die Theologen? Dies sind die Früchte der leeren Bacchus. Alles geht einem Umsturz entgegen. Die Religion, die Gesetze, ja, selbst der Thron infolge dieser lutherischen Verschwörung. Die Reformation hat öftermals gelitten durch Leute, die einfach zu eifrig waren. Auch eine wichtige Lehre. Und für Debakar ging das Ganze jetzt ziemlich dramatisch aus. Er wurde wieder gefangen genommen und, an, und zwar an einem Tag, als der König nicht gegenwärtig war und wurde noch am selben Tag verurteilt. Man hatte Angst, dass, wenn der König wiederkommt, der ihn wieder befreien würde und so wurde er sofort verurteilt und am 17.04.1529 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Man sagt übrigens, dass er singend und voller Freude zum Scheiterhaufen gegangen ist. Darf ich mal eine Frage stellen? Wenn Sie wüssten, dass Sie morgen verbrannt werden, was würden Sie anziehen? Komische Frage, oder? Wissen Sie, Louis de Bécaire hat sich entschieden, seine schönsten Sachen anzuziehen, seine ritterlichsten Gewänder, Damast und Samt. Er wollte ein Zeugnis geben für Christus, nicht einfach nur als, naja, jetzt werde ich halt verbrannt. Ein Zeugnis. Und viele, die das gesehen haben, waren erstens zornig auf die Kirche, dass man so einen begabten jungen Mann einfach umbringt und beeindruckt von seinem Heldenmut. Als das passiert ist, war natürlich klar, ähm, die gerade beginnende Reformation ist in großer Gefahr und Lefebvre und Farel fliehen beide. Ähm, Lefebvre flieht nach Straßburg, was damals Deutschland zugänglich war, und Farel floh in den Osten Frankreichs, werden sie später nochmal weiter kennenlernen. Pharrell hat übrigens gesagt, Kreuz und Verfolgung und die Umtriebe Satans haben mir nicht gefehlt. Sie sind stärker gewesen, als dass ich aus eigener Kraft sie hätte aushalten können. Lieber Freund, wir freuen uns etwas, was ich glaube, was jeder von uns erlebt. Dass die Umtriebe Satans in diesem Magna-Konflikt so stärker sind, als dass wir aus eigener Kraft sie aushalten können. Nicht nur im Leben der alten Reformatoren, auch in unserem Leben. Aber es heißt, aber Gott ist mein Vater. Er hat mir alle nötige Kraft verliehen und wird es auch Ferner tun, hier ist die gute Nachricht heute Abend. In all den Konflikten unseres Lebens hat Gott die nötige Kraft für dein Leben. Er hat sie. Gott hat niemals versprochen, dass da kein Konflikt ist. Aber er hat versprochen, dass du alle Kraft hast, um durch alles hindurchzukommen. Und das hat sich natürlich wiederum, wie jedes Mal, auch zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt, dass sie jetzt sich verbreiten mussten, dass sie fliehen mussten in verschiedene Gegenden. So wie in der Apostelgeschichte heißt es auch hier, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Aber Paris, die die erste Chance abgelehnt hatte, sollte eine zweite Chance bekommen. Und diese zweite Chance hat mit jenem jungen Mann zu tun. Wissen wir, wer das ist? Das ist Calvin. Calvin, einige Jahre später, ist junger Student wieder an der Universität in Paris und wieder ein absolut strenger Romanist. Und ein so hochintellektueller und begabter junger Mann, dass viele glauben, wenn der erstmal erwachsen ist, dann wird der Glaube Roms wieder in allen Ehren sein, weil er wird die Kirche verteidigen wie niemand anders. Naja, er hatte einen Verwandten, sein Name war Oliver und der war etwas älter und der war bereits zum Luthertum, zur Reformation übergetreten. Und die haben sich öfter in Paris getroffen und haben miteinander gesprochen. Und der Oliver hat natürlich versucht, diesen jungen Calvin irgendwie zu gewinnen. Aber Calvin war ziemlich ähm, brüsk dagegen. Er sagt an einer Stelle, weg mit euren Lehren. Bildet ihr euch ein, dass ich mein ganzes Leben im Irrtum gewesen bin? Das ist eine, eine Sache, die man heute auch hören kann. Was willst du sagen? Willst du wirklich behaupten mit dem, was du gerade gepredigt hast, dass ich mein ganzes Leben im Irrtum gewesen bin? Wie fühlt sich das an, wenn man gerade herausfindet, dass man sein ganzes Leben lang was Falsches geglaubt hat? Das ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Für den Calvin war das nicht vorstellbar. Und er hatte noch ein bisschen was zu lernen. Naja, die ersten Samen waren dann schon in seinem Kopf gesät. Und er hat immer noch keinen echten Seelenfrieden gehabt. Kein Herzensfrieden nachdem hat er sich so sehr gesehnt. er versucht gute werke zu tun, er versucht zu beichten, so oft es geht und es klappt alles nicht, und es funktioniert nicht. und eines tages geht er durch paris über die straßen und wird zufälligerweise zeuge wie mal wieder ein Reform reformierter auf dem scheiterhaufen verbrennt. und er bleibt stehen, guckt sich das an, haben Sie schon mal jemanden gesehen, der verbrannt worden ist? Also ich zum Glück noch nicht. Was würde man erwarten, was man da sieht? So normalerweise. Schreie, zetern, ich war, lass mich los. Und er schaut sich diesen Märtyrer an, wie der da steht. Noch ein bisschen freundlicher guckt hier wahrscheinlich als auf dem Bild. Und lächelt, vielleicht singt. Und er fragt sich, warum in alles in der Welt... Hat dieser Mensch dort auf dem Scheiterhaufen einen Frieden im Herzen, den ich hier auf der Straße nicht habe? Das ist doch komisch, oder? Also der müsste doch in Aufregung sein, aber ich bin in Verzweiflung. Der ist nicht in Verzweiflung. Was hat der, was ich nicht habe? Es war der Anblick eines Märtyrers, der bei Calvin etwas ausgelöst hat. Und im Laufe dieser Serie haben wir einige Menschen schon kennengelernt und ihre Lebensgeschichte betrachtet, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind. Das machen wir nicht einfach nur so, damit sie sehen, ah, der ist auch verbrannt worden, sondern damit wir darüber nachdenken, was haben die gehabt, was uns vielleicht fehlt. Und entschließt sich, die Bibel zu studieren. Und es kommt, wie es kommen muss, wie es bei jedem passiert ist, der die Bibel selbst gelesen hat, mit einem echten Verlangen, die Wahrheit kennenzulernen. Er findet Christus. Also. Ich bin kein Prophet, okay? Aber eine Sache kann ich Ihnen vorhersagen. Wenn Sie dieses Buch aufmachen, mit dem ehrlichen Verlangen, die Wahrheit kennenzulernen, dann werden Sie Christus finden. Das geht gar nicht anders. Einer nach dem anderen, Jahrhundert für Jahrhundert, immer dieselbe Geschichte. Wenn Sie dieses Buch aufmachen, um einfach Fehler zu finden, dann wird es vielleicht nicht klappen. Es soll schon Fälle gegeben haben, wo man trotzdem Christus gefunden hat. Aber wer aufrichtig die Bibel sucht, in der Bibel sucht, der findet Christus. Und so hat auch Calvin Christus gefunden und es war eine tiefe und echte Bekehrung. Und er sagt dann folgendes, O Vater, sein Opfer hat deinen Zorn besänftigt, sein Blut hat meine Flecken gereinigt, sein Kreuz hat meinen Fluch getragen, sein Tod hat für mich genug Toren geleistet. klingt ja fast so wie Lefebvre, nicht wahr? Hat aber von Lefebvre keine Ahnung gehabt. Wir hatten viel unnütze Torheiten geschmiedet. Aber du hast mir dein Wort gleich einer Fackel gegeben und du hast mein was? Mein Herz gerührt. Alle diese Menschen haben bezeugt, dass es nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis war, ah, jetzt verstehe ich, wie Gott das macht im Erlösungsplan. Alle diese Menschen waren in ihrem Herzen getroffen, damit ich jedes andere Verdienst, ausgenommen, dass das des Erlösers verabscheue. Man hat ihn dann gedrängt, seine Freunde, die gemerkt haben, was mit ihm passiert ist, haben gesagt, du musst das anderen Seite geben. hat nein, 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 nein. Calvin war äußerst zurückhaltend, ein sehr schüchterner Mann. Er hat es geliebt, sein Leben lang Bücher zu schreiben. Er war jemand, ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der so ist, der am liebsten einfach irgendwo sich zurückzieht in Elfenbeinturm und einfach schreibt, nicht wahr, und von nichts zu anderem was mitbekommen möchte. Und Gott beruft ihn durch seine Freunde zum Predigen. Aber zum öffentlichen Predigen traut er sich momentan noch gar nicht. Deswegen hat er dann erstmal entschieden, das zu tun, was er meinte, tun zu können. Er geht von Haus zu Haus und versucht, mit einer Familie nach der anderen das Evangelium zu teilen. Das geschieht vor allem unter dem Schutz von Margarete, die begeistert ist, dass es wieder einen gibt, der für das Evangelium gewonnen ist. Und Paris bekommt die zweite Chance. Obwohl Calvin selbst nicht einer von denen ist, die dort öffentlich predigen, gibt es etliche, die mittlerweile den reformierten Glauben angenommen haben, die dort predigen dürfen. Und zwar nicht, weil die Kirchen so begeistert sind, sondern weil Margarete so begeistert ist. Das hatte nämlich folgenden Hintergrund. Ähm Moment, genau. Die Margarete war für einen gewissen Zeitraum Regentin in Paris. Franz war im Krieg, mal wieder mit Deutschland. Und Margarete hatte jetzt alle Schlüssel in der Hand und hat gesagt, okay, in den Kirchen dürfen ja meistens die Reformatoren nicht predigen, dann sollen sie doch im Palast predigen. Und Margareta hat den Palast offen ge getan und hat gesagt, ihr kommt hierher und ihr predigt und dann sind die Leute alle Schichten zu tausenden in den Palast gekommen und haben dort gepredigt. Und als das dann der, der Franz mitbekommen hat, hat er gesagt, okay, also, wenn das so ist, dann können wir auch die Kirchen öffnen, dann mussten zwei Kirchen zwangsgeöffnet werden für die Reformatoren. Und zwei Jahre lang wurde erneut in Paris, das Evangelium gepredigt. Viele Menschen haben sich bekehrt, viele Menschen wurden in ihrem Lebenswandel verändert. Aus dieser, ich meine, Paris ist ja heute schon ein bisschen berüchtigt, nicht wahr? Paris war auch damals schon ein bisschen berüchtigt. Aber wenn eine Stadt wie Paris für das Evangelium gewonnen werden kann, dann ist das großartig. Nun, nicht die gesamte Stadtbevölkerung hat sich bekehrt, aber ein, doch eine ganze Menge von Leuten haben das Evangelium angenommen. Und das hat natürlich den Zorn Roms ähm, wiederum beflügelt, diese gewaltige Stadt darf nicht in die Hände der Reformation geraten. Und so haben dann einige äh, Priester das Volk gegen die Reformatoren aufgestachelt. Und das, was wir am ersten Vortrag über, Paris, äh, über Jerusalem gesagt haben, das kann man auch ziemlich genau über Paris sagen. Paris, Paris, die du tötest, die ich zu dir gesandt habe. Steinig die Propheten. So wie Jesus versucht hat, die Menschen zu erreichen und einige gewonnen hat, die dann mal fliehen mussten, weil die Stadt sich gegen ihn entschieden hat und dann Vernichtung erlebt hat. So hat Paris das Evangelium mehrmals deutlich der ganzen Stadt gehört. Endlich haben sich bekehrt, die mussten später fliehen, aber die Stadt hat sich dagegen entschieden. Was ist passiert? Am 1.11. hält ein Freund von Calvin eine protestantische Rede, die so einen Tumult auslöst, dass etliche der Reformatoren fliehen müssen. Auch Calvin muss fliehen, das war ungefähr so gewesen. Er war in seiner Wohnung und dann sagen seine Freunde schon, pass auf, es ist ein Tumult auf den Straßen, du wirst wahrscheinlich fliehen müssen. Während sie das sagen, klopft es schon an der Tür. Und seine Freunde, geistesgegenwärtig, teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Hälfte geht an die Tür und sagt, ah, hallo, wer sind Sie denn? Interessant, ah, ja. W wen suchen Sie? Äh, Calvin, äh, lebt er hier? Haben wir aufgehalten, nicht wahr? Währenddessen haben seine Anträfte der Freunde haben so Leinentücher gemacht und haben ihn versucht, aus dem Fenster abzuseilen. Das ist dann noch geglückt. Und wie Paulus ist er gerade noch so dem Tod entronnen. Ist dann geflohen. Was ist passiert? Er ist dann nach äh, gegangen, Portier, hat dort ein bisschen gewirkt, ist dann noch einmal nach Paris zurückgekommen, aber die Türen waren mittlerweile geschlossen. Paris hatte sich gegen das Evangelium entschieden. Was war passiert? Am 18. Oktober 1534 ist etwas passiert, das kann man vielleicht nachvollziehen, aber es war eine große, große, große Katastrophe. Einige der Lutheraner in Paris haben sich gedacht: Meine Güte, in Deutschland hat die Reformation so einen Zug, in der Schweiz ist die halbe Schweiz reform, reformiert und hier in Frankreich, das geht nicht so die Vorwärts, es geht mal so vorwärts und zurück und vorwärts und zurück. Wir müssen mal auf richtig nationaler Ebene was organisieren. Es den Deutschen und den Schweizern gleich machen. Was macht man? Man hat eine große Plakataktion gemacht. In der ganzen Nation, vor allem in Paris, hat man überall große Plakate ähm, angebracht. Auf diesen Plakaten stand folgendes: Wahrhaftige Artikel über den abscheulichen, großen und unerträglichen Missbrauch der päpstlichen Messe. Das war die ganze Wahrheit. Auf einen Satz, auf wenige Sätze, knallhart ins Gesicht. So. Vorwärts für die Reformation, nicht wahr? Das war die Intention. Irgendjemand, ob Freund oder Feind, weiß niemand, hat dieses Plakat sogar am Schlafzimmer des Königs angebracht. Und genau das war das Problem. Als das der König gesehen hat, waren die Würfel gefallen. Für ihn waren ab jetzt die Lutheraner einfach nur völlig geisteskranke, fanatische Volksaufwiegler passiert manchmal dass wir im großen eifer der sache gewaltigen schaden zufügen so passiert 1534 in frankreich und er entscheidet sich folgendermaßen man ergreife ohne unterschied alle die des luthertums verdächtig sind ich will sie was alle ausrotten so wie karl der fünfte er entscheidet sich franz der erste weg mit denen das problem ist nur karl der fünfte war Kaiser in einem deutschen Reich, wo es viele Fürsten gibt, nicht wahr? die mitbestimmen wollten und die zum Teil was mit arrangieren konnten oder den Luther schützen konnten? In Frankreich ist das politische System ein bisschen anders. In Frankreich gibt es Zentralgewalt und darunter nicht so viel. Wenn der König da ja was sagt, gibt es keinen Fürsten, der sagt, aber bei uns ist es anders. Franz entscheidet sich gegen die Reformation und das hat schlimme Folgen. Man ergreift als Ersten, einen Lutheraner, von dem man weiß, dass er die geheimen Zusammenkünfte organisiert und man stellt ihm eine einfache Frage. Pass auf, entweder möchtest du sofort auf dem Scheiterhaufen sterben oder willst du noch eine Chance bekommen. Die Chance würde darin bestehen, dass du uns sagst, wo die anderen wohnen. Und der arme Mann hatte zu viel Angst vor dem Feuer. Straße durch Straße sind sie gegangen in einer geheimen Prozession und haben gesagt, da, das Haus. Das Haus. Die wurden alle rausgezogen, einer nach dem anderen. Und dann wurden sie abgeführt und dann wurden sie auf den Scheiterhaufen gebracht. Das war eine ziemlich traurige Geschichte. Viele Menschen, die das gesehen haben, waren zwar innerlich bewegt, weil genauso wie Louis de Berquin haben viele dieser Protestanten. Mit einem, mit einem freudigen Lächeln ihre letzten Worte gesprochen. Das Problem war nur, dass in vielen Fällen sie gar nicht mal ihre letzten Worte sprechen durften. Das war schon bei Louis de Bacquin so gewesen, dass als der predigen wollte, vom Scheiterhaufen, nicht wahr? Die letzte Gelegenheit noch wahrnehmen, da hat man angefangen mit den, mit den Säbeln zu rasseln und, 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 und laut zu rufen, dass man ihn ja nicht hören kann. Und so ist es hier auch passiert. Man hatte einfach Angst vor dem Zeugnis. Leute. Die Priester hatten behauptet, dass die Lutheraner die Vernichtung der Nation, den Mord des Königs und die Abschaffung aller Gesetze fordern. Und das alles würde passieren, wenn man den Lutheranismus, den, wie die Franzosen sagen, Lutheranisme, wenn man den fördern würde. Das Interessante ist, dass die Hälfte der Prophezeiung sich erfüllt hat. In Frankreich ist der König ermordet worden. In Frankreich sind alle Gesetze abgeschafft worden. In Frankreich ist die Nation zusammengebrochen. Aber nicht wegen den Lutheranern, sondern weil man sie ausgerottet hat. Und das werden wir heute sehen und auch am nächsten Dienstag. Es heißt hier die stille Freude, die auf den Angesichtern jener Männer ruhte, wenn sie dem Richtplatz zuschritten, ihr Heldenmut inmitten der peinigenden Flammen, ihr sanftmütiges, vergeben der Beleidigung, wandelten nicht selten den Zorn in Mitleid und den Hass in Liebe um und zeugten mit unwiderstehlicher Beredsamkeit für das Evangelium. Paris stand Kopf. Als das passiert ist, ist etwas anderes passiert, womit keiner gerechnet hätte. Plötzlich sind Hunderte von Pariser Bürgern geflohen. Keiner wusste warum. Doktoren, Professoren, Handwerker aus allen Schichten, vor allem der höheren Schichten, haben Leute Paris... Verlassen, bis man darauf gekommen ist, dass man Leute, die alles insgeheim schon mit der Reformation sympathisiert hatten, die dabei waren, eine Entscheidung zu fällen, die jetzt gesehen haben: Moment mal, wenn ich in Paris bleibe, dann kommen wir auf den Scheiterhaufen. Und innerhalb weniger Tage hat es plötzlich einen großen Mangel gegeben in Paris an, an Ärzten, an Doktoren, an, an vielen wichtigen Leuten, die alles schon insgeheim quasi Lutheraner gewesen waren. Und das war natürlich eine große Katastrophe, hat aber diesen König nicht aufgehalten. Man sagt, dass jener Tage der Rauch nicht aufgehört hat zu steigen aus Paris. Einen Tag nach dem anderen. Und dann wollte er etwas ganz Besonderes tun. Übrigens, da sieht man mal, was die Ablehnung des Evangeliums bewirkt. Dieser König, der ein Förderer der Künste und der Gelehrsamkeit war, hat aufgrund dieser Aktion verboten, dass in Frankreich noch gedruckt wird. hat den Druck verboten. Er, der der Förderer der Wissenschaft war. Aus Angst vor dem Evangelium. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, dass Leute, die sehr intellektuell sind, die sehr der Wissenschaft und den, ähm, ja, den schönen Künsten zugewandt sind, dass die nicht davor gefeit sind, ganz dumme Dinge zu tun. Manchmal denken wir auch, weil niemand einfach nur der, also, nicht wahr, die Wissenschaft fördern möchte und der wird niemals jemand verfolgen, oder? Franz I ist ein Beweis dafür, dass Leute, die einen hohen Intellekt haben, eine hohe Kultur, sehr weltoffen sind, dass die. Im Magna Confliccio, im großen Kampf, wenn sie ihre Seite wählen, plötzlich genauso stur und unvernünftig reagieren können. Manchmal gibt es Leute, die sagen: Also heute kann es keine Ver Verfolgung mehr geben, weil die Leute sind alle so weltoffen, sind alle so Wissenschaft zugewandt. Franz I. ist eine interessante Geschichte, die zeigt, wie das vielleicht doch passieren könnte. Wir sollten uns da nicht zu so sicher sein. Und am 21. Januar, hat er dann beschlossen, eine nationale Prozession durchzuführen? Und das war wirklich, das war mit großem Symbolgehalt. Man wollte eine gewaltige Prozession durchführen, wo die Hostie, die war die so geschmäht worden war durch die Plakate, wieder in ihr Recht eingesetzt werden sollte. Dass eine gewaltige Prozession von Würdenträgern katholischer der katholischen Kirche durch die Straßen gezogen, die Vertreter der Zünfte, die Bürger und dann hinter der Hostie der König. Aber nicht in königlichem Gewand, sondern in einfachem Büßergewand. Er wollte zur Schau stellen, dass die ganze Nation sich entschuldigen möchte für diesen großen Skandal an der Ostie. Und man wollte feierlich ein für allemal zeigen, dass Frankreich sich der katholischen Religion verschrieben hat. Im Büßergewand ging er her und hat, hat die Hostie angebetet förmlich. Und hat gesagt, das ist das, woran wir glauben. Die Prozession ging im alten Louvre los, ging dann nach Notre Dame. In Notre Dame hat man einen feierlichen Schwur erhoben, dass für immer Frankreich katholisch bleiben soll und nichts anderes geduldet werden soll. Übrigens im in derselben Kathedrale wurde dann einige Zeit später die Göttin der Vernunft angebetet. Nicht Aber was das Interessanteste ist, als diese Prozession ging und wieder an dieser Prozession viele ihr Leben auf dem Scheiterhaufen lassen mussten, weil es gehörte zur Prozession dazu, dass die, die sich gegen die heilige Eucharistie, gegen die Hostie versündigt hatten, dass die dann sozusagen nach Protokoll verbrannt wurden. Die, die Prozession ist dann durch die Straßen von Paris gegangen und wenn der König an einem bestimmten Scheiterhaufen war, dann wurde der Scheiterhaufen angemacht. Dann weitergezogen und dann wurde im Takt sozusagen der Scheiterhaufen angezündet. Und man hat sogar die Scheiterhaufen so gemacht, dass wenig, dass das Feuer relativ langsam brennt. Man wollte, dass sie nicht zu schnell verbrennen, dass sie möglichst lange gequält werden. Es war am 21. Januar 1535 und jetzt Achtung. Am selben Tag genau 285 Jahre später am 21. Januar 1793 geht wieder eine gewaltige Prozession durch Paris. Wieder sind die Massen unterwegs, wieder sind alle Vertreter der Schichten da, wieder ist der König dabei und wieder geht der König nicht in seinem königlichen Gewand, sondern in einem ganz einfachen Gewand. Und wieder gilt es, ein Todesurteil zu vollstrecken. Aber diesmal wird dem König selbst der Kopf abgehauen. Heute wird so viel gesprochen über die Ursachen der Französischen Revolution. Und da gibt es viele, viele Theorien. Ah, das waren ich weiß, die Philosophen, Voltaire, und da waren die Missstände in der Gesellschaft und dies und jenes. Und das mag alles sein, aber die wahre Ursache der Französischen Revolution geht fast 300 Jahre zurück, wo kein Historiker sie heute meistens vermutet. Als Frankreich die Reformation abgelehnt hat, hat Frankreich den Samen gesät für die Revolution. Als Jerusalem die Reformation von Jesus abgelehnt hat, haben sie den Samen gesät für die Revolution, in der sie untergegangen sind. Wenn du in deinem Leben den Samen des Evangeliums ablehnst, der Reformation, siehst du selbst den Samen, der zu deinem Untergang führt. Früher oder später. Es war nicht Gott, der Jerusalem zerstört hat. Es war nicht Gott, der die Frankreich ins Verderben gestürzt hat. Es war ihre eigene Entscheidung. Sie hatten sich am Ziel gemacht, Luthers Lehren die Bibel so vollständig wie möglich auszurotten. Und das waren die Folgen. Die Schreckensherrschaft, von der später wir am Dienstag hören werden, dass sie ihre eigenen Kinder gefressen hat, nicht wahr? Die Revolution. Aber dazu am Dienstag. Mehr, das nur als kleiner Ausblick. Die Bibel hatte gesagt: Denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker, wenn sie alle diese Gebote hören, wenn sie sagen: Wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk, als das Volk Frankreich? Und wie gesagt, es gab viele Franzosen, die vorher und später gerettet worden sind. Ich will nichts gegen die Franzosen sprechen, nicht wahr? Aber als Frankreich als Ganzes, als Nation sozusagen, die Bibel abgelehnt hat, sind sie in die schlimmsten Katastrophen geschlittert, die es überhaupt nur möglich gibt. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, die wir im Zusammenhang mit den Französischen äh, Reformatoren erzählen müssen. Und da gehen wir noch einmal ein paar Jahre zurück zu Farel und seinem Werken. Er war in die Schweiz geflohen, erst nach Straßburg und dann äh, in die Ostfrankreich Ost und dann in die Schweiz und hat dort Zwingli, als der noch gelebt hat, geholfen in seinem Werk. Und er ist auch in der Schweiz immer wieder, hat er fliehen müssen, hat in vielen äh, katholischen ähm, Kantonen gewirkt, flieht von, von der Schweiz in andere Städte. Und eine Stadt nach der anderen, zumindest einige von denen, werden dann reformiert. Da hat er gewirkt. Und er war es übrigens auch, und das nur nebenbei als kleiner äh, Verknüpfungspunkt an der Geschichte. Farel war es derjenige, der zusammen mit Oliver thorn das war der, der Calvin bekehren wollte, die sind zusammen dann 1532 in den gegangen und haben genau hier, auf dieser Wiese, da wo das Stand, dieses Standbild hier steht, in, auf Chamferin, haben sie den Anschluss der Valdenser an die Reformation bewirkt? Und also, er hat wirklich Großes getan. Er ist der Grund dafür, dass die Valdenser von der Reformation mitbekommen haben und sich dem angeschlossen haben. Und dann hatte er ein Ziel. Er hat einige Städte gewonnen, wie hier in Neuchâtel. Und dann hatte Farell einen Wunsch. Er wollte gern Genf gewinnen für die Reformation. Weil Genf war eine wichtige Stadt in, in äh, der Schweiz und eine Stadt, die sowieso sehr bekannt war für ihre besondere Bürgerschaft. Ja, sehr eigensinnig war und er wollte sie gern gewinnen. Und er ist dort hineingegangen als Evangelist, wie immer, und hat versucht, sein Werk zu tun als Prediger. Und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, es waren zwei Wochen, wenn ich mich erinnere. Nein, fast. Es waren zwei Predigten, nicht zwei Wochen. Er hat zwei Predigten gehalten. Da hat man ihn wieder aus der Stadt hinaus befördert. Das war sein ganzer Versuch. Und er hat sich gefragt: Wie soll ich gern verreichen? Also. Er war eine der, übrigens einer der wortgewaltigsten Evangelisten, die es in der französischen Sprache gab. Pharrell war ein unfassbar guter Prediger. Und nach zwei Predigten rausgeschmissen, da gab es keine Chance. Was Interessante war, dass Gott einen anderen Mann gefunden hat, der so vollkommen unbedeutend war, den selbst die Freunde der Reformation nur verachtet hatten. Einen ganz jungen, unscheinbaren Burschen, der nicht für was konnte, kein Vergleich war zu Pharrell. Sein Name war Antoine Froment. Schon mal von dem gehört? Mit 23 Jahren beginnt der die Reform in Genf und zwar auf eine geschickte Art und Weise. Er geht dann nicht hin als Prediger, sondern als Lehrer und beginnt über das Schulwesen die Reform. Er kommt als Schulmeister und im Unterricht bei den Kindern erzählt er immer ab und zu was von der Bibel und von Jesus und die erzählen das dann zu Hause und dann gibt es Kontakte zu den Eltern und über Zeit ist er halt ganz schnell bekannt und dieser vollkommen unscheinbare äh, junge Mann bewirkt, was Pharrell nicht geschafft hat, nämlich Genf langsam aber sicher für das Evangelium zu gewinnen. Die Bibel sagt, lieber Freund, liebe Freundin, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Vielleicht denkst du, es gibt bestimmte Sachen, die kann ich nicht. Bestimmte Sachen kannst vielleicht nur du und nicht der bekannte Prediger oder Sprecher. Genf konnte nicht durch Pharrell gewonnen werden, sondern nur durch Antoine Froment. Denk mal drüber nach, lieber Freund, liebe Freundin, ob es nicht auch vielleicht etwas gibt in deinem Leben, wo du etwas zu Gott tun könntest, wo du denkst, obwohl ich, was kann ich denn? Gott liebt es, mit Menschen zusammenzuwirken, die in, der, in den Augen der Welt nichts sind. Da, denn wenn er dann etwas durch sie bewirken kann, ist klar, dass nicht sie das gewesen sind, sondern Gott. Die Bibel sagt: Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Und so hat er auch Antoine Froment erwählt, denn der hat durch das Erreichen von Genf etwas Gigantisches erreicht, was in der Form vielleicht keiner der anderen Reformatoren erreicht hat. Aber dazu gleich mehr. Im Laufe der Zeit wird ihm dann verboten, ähm, zunächst einmal ähm, zu, zu unterrichten. Oder den Häusern Bibelstunden zu halten, so stellt er sich plötzlich mutig auf die Straßen und fängt an zu predigen. Und die Bibel sagt, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Naja, er musste kurz fliehen für eine kurze Zeit, ist dann wieder zurückgekommen und nach nur vier Jahren war die Stadt Genf protestantisch. Und das war nicht einfach nur eine weitere protestantische Stadt, das sollte Zukunft haben. Und das hatte mit dem hier zu tun. Auf dem Weg weg von, äh, von Frankreich kam der junge Calvin, der auch geflohen war aus Paris, äh, Richtung Schweiz. Und er wollte eigentlich nach Basel gehen. Das war der Weg. Aber auf dem Weg nach Basel hat er festgestellt, dass auf dem Weg die Kaiserheere von Karl V. gerade so verkehren. Das ist ein bisschen unsicher. Also hat er gesagt, okay, dann gehe ich den Umweg über Genf. Und der junge Calvin kommt da in Genf an. Und mittlerweile war ja Genf protestantisch geworden. Und Pharrell war jetzt dort auch als Prediger tätig. Und Pharrell erkennt ihn als diesen brillanten jungen Calvin und sagt, dich schickt der Himmel, du musst hier bleiben. Und Calvin sagt, was ich? Hier in Genf? Wieso denn? Ja, wir brauchen dich. Genf ist zwar reformiert worden, auf dem Papier, wir sind jetzt reformatorisch, aber die meisten Menschen haben die Prinzipien der Reformation noch gar nicht richtig kennengelernt. Was ja passiert ist oftmals wenn die Reformatoren kamen, dann haben sie Leute gewonnen, die sich echt bekehrt haben, bis irgendwann so viele da waren, dass der Rat der Stadt gesagt hat, wir sind reformatorisch. Nicht wahr? Das war immer entweder ganz oder gar nicht. Und dann gab es aber viele, die noch gar nicht wirklich sich für, die, für, für Luther interessiert haben oder für das Evangelium. Und die dann jetzt auch plötzlich reformiert waren. Und die musste man auch wirklich gewinnen. Und Pharrell sagt zu Calvin, das könnte deine Aufgabe sein. Und Calvin sagt, nein, 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 nee, das bin ich nicht. Also ich kann Bücher schreiben. Ich kann irgendwo im Geheimen wirken, aber ich bin kein Prediger. Ich kann das nicht. Schon mal eine Aufgabe bekommen, die viel zu groß erscheint. Calvin hat lange gebetet, aber er hat es angenommen. Und unter seiner Ägide, er hat 30 Jahre lang in Genf gewirkt. Hat sich erst die Stadt wirklich gründlich bekehrt und dann wurde Genf zu einem Zentrum. Des europäischen Protestantismus. Gewonnen durch diesen kleinen Antoine Froment und gestärkt durch diesen unscheinbaren Johannes Calvin. Denn in jener Zeit, wir sind jetzt in der Mitte des 16. Jahrhunderts, war es wichtig, ein Bollwerk zu haben gegen Rom. Denn Rom hat nach den ersten Jahrzehnten, wo man einfach gemerkt hat, mit, der, mit den normalen Mitteln, mit einfach Disputation, hat man keine Chance, nicht wahr? Die Reformatoren sind einfach stärker. Hat Rom ein neues Mittel erfunden. Es gab jetzt eine neue Strategie. Und die hatte mit dem einen zu tun hier. Ignatius von Loyola. Und er war ein jemand, der eine ganz starke religiöse Erfahrung hatte, aber nicht so sehr in der Bibel als vielmehr in der Meditation. Ihm ging es nicht so sehr darum, mehr von Jesus kennenzulernen im Sinne von, von äh, Evangelium, sondern mehr seinen, seinen Kopf zu entleeren und einfach zu meditieren und die Stimme Gottes zu hören. Und er möchte die katholische Kirche erneuern und er möchte die katholische Kirche zurückbringen unter den totalen Gehorsam zum Papst. Und er schart einige um sich, die dann am 15.08.1534 ein gemeinsames Gelübde ablegen. Wenn Sie mal das Gelübde lesen wollen, suchen Sie es im Internet, ist sehr interessant zu lesen, haben wir nicht die Zeit zu. Ende 1537 unterstellen stellen sich in Rom Papst Paul III. und sagen: Wir sind hier und kämpfen für dich, wir wollen deine treuesten Soldaten sein. Und dann am 27.09. werden Sie durch päpstliche Bulle als Orden anerkannt. Diese Jesuiten haben mehr erreicht, um die Reformation wieder rückgängig zu machen an vielen Orten, als irgendjemand sonst. Ihr Markenzeichen war es, dass sie besondere Einfachheit und Armut zur Schau gestellt haben, sich besonders um die Armen gekümmert haben. Sie haben Schulen gegründet, sie haben sich um das soziale Wesen gekümmert. Aber ihr Ziel war es, als geheime Spione in die Nation hineinzugehen als Berater der Fürsten, die Fürsten auszuhorchen, Informationen weiterzugeben und die Affären der Nation zu lenken im Geheimen. Für die Jesuiten war jedes Mittel heilig. Man konnte eine andere Denomination annehmen, eine andere Konfession und quasi hineintauchen auf die andere Seite, als, um als Maulwurf im System Unruhe zu sorgen. Man hat das Prinzip gehabt, wenn es dem Papst dient, ist alles erlaubt. Mord, Lüge, Totschlag, Betrug, was immer es ist, Meinheit, Hauptsache, die Welt kommt wieder zum Papst zurück. Naja, sie haben etliche Schulen gegründet, denn man hatte verstanden, dass der, die Stärke der Reformation unter anderem in dem Schulwesen bestand. Melanchthon, als der Lehrer Deutschlands, hatte die Erziehung auf ein ganz neues Level gelegt. Wir haben gerade auch bei Froment gesehen, dass Erziehung die Stärke der Protestanten war, also musste man jetzt ein gegenläufiges Modell haben, wo man Erziehung zum Schwerpunkt hatte. Und an jenen Schulen sind in die nächsten Generation der Adligen ausgebildet worden, nicht nur der katholischen, auch der evangelischen, die Stück für Stück wieder begeistert worden sind für die Prinzipien, die Tradition und den Reichtum Roms. Vielleicht werden Sie sagen, ach, das sind doch alles nur Verschwörungstheorien. Ich möchte mal eine Liste zeigen. Das sind die Länder, die den Jesuitenorden verboten haben. Paraguay 1733, Portugal 1759, Frankreich 1762, Frankreich erneut 1764, Spanien 1767, Parma Malta 1768. Die gesamte Christenheit, sogar der Papst hat sie verboten, weil sie es zu wild getrieben haben, 1773. Dann weiter, Russland, 1776, Frankreich erneut, 1804, dann Neapel, Frankreich erneut, 1816, Moskau, St. Petersburg, Belgien, Russland erneut, Spanien erneut, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Sachsen, Portugal, Spanien, Luzern, Frankreich, Schweiz, Bayern, Genua, Sie sehen die Jahreszahlen. Darf ich mal eine Frage stellen, waren das alles Verschwörungstheoretiker? Wenn so ein Orden aus solchen Ländern wie Spanien, der Schweiz im Deutschen Reich, ausgewiesen wird, wer weist die denn aus? Das sind die Kaiser, die Könige, die Parlamente, die Gesetzgeber. Und die weisen nicht einfach irgendjemanden aus, es sei denn, die sind eine enorme Gefahr für den Staatsfrieden. Und wir sehen, es sind ganz unterschiedliche ähm, Regimes gewesen. Ich meine, Frankreich 1762 hat eine ganz andere Politik gehabt als Frankreich 1816. Oder Russland 1776 ist nicht vergleichbar mit, sagen wir mal, Bayern 1848. Oder Deutsches Reich 1872, in den unterschiedlichsten Zeiten, von den unterschiedlichsten ideologischen ähm, Regimes, egal ob zum Teil katholisch oder evangelisch. Die Umtriebe des Jesuitenordens waren so bekannt zum Teil, dass man sie immer wieder, immer wieder, in Frankreich haben sie gesehen, fünfmal, immer wieder ausgewiesen hat. Vielleicht sagen Sie aber, Moment einmal, wir haben doch jetzt gerade einen Papst, der Jesuit ist, oder? Und dieser Papst gilt doch als der Papst der Armen, richtig? Das ist ein großes Kennzeichen, dass er so demütig ist. Jetzt denken Sie einfach mal scharf nach. Ich will gar nichts kommentieren, ich will gar nichts weiter sagen. Denken Sie einfach mal scharf nach. Man braucht keine einzige Verschwörungsseite, Internetseite aufzuklicken. Wenn man einfach nur die Reformationsgeschichte kennt und weiß, was 1529 in Speyer passiert ist und dann schaut, was 1999 in Augsburg passiert, wo der lutherische Weltbund seinen kompletten Protest zurücknimmt, und dann ein Orden, der ungefähr gefühlte 30, 40 Mal von allen möglichen Regimes durch all die Jahrhunderte auch verboten worden ist, der gegründet worden ist mit dem einen Ziel, die Reformation aufzuheben jetzt den mächtigsten Kirchenmann der Welt stellt? Also irgendwas, irgendwas muss da faul sein, oder? Also egal wo sie stehen, egal wie sie zu der Sache stehen, irgendwas muss ihnen da spanisch vorkommen. Naja, diese Serie ist noch nicht zu Ende. Magna Conflictio heißt ja nicht umsonst die letzte Auseinandersetzung. Wir beginnen im Mittelalter und all diesen Dingen, um Ihnen Prinzipien zu zeigen, die Jahrhundert für Jahrhundert immer wieder gewesen sind, wie Licht und Wahrheit, Licht und Irrtum gegeneinander gekämpft haben. Und Sie sollten einfach mal überlegen, wie dieser magna Konflikt sich auch in unserer Zeit auswirkt. Aber jetzt kommen wir zurück zum Mittelalter. Lange genug in der heutigen Zeit verblieben. Wir werden die nächsten Wochen ja noch viel mehr darüber zu sprechen haben. Ähm, ein anderes Mittel, das aufgelebt wieder ist ist die inquisition die sogenannte heilige inquisition obwohl an dieser inquisition wirklich gar nichts heilig war und das hat natürlich zum tod von vielen vielen menschen gewirkt, äh, geführt allein in spanien müssen die opferzahlen horrend gewesen sein und in dieser zeit als der jesuitenorden beginnt ganz europa wieder zurückzugewinnen und immer wieder vor Rückschläge erleidet, weil sie ausgewiesen werden und dann wieder geheim woanders hineinkommen. In dieser Zeit wird Genf für einen langen, langen Zeitraum zum absoluten Zentrum des europäischen Protestantismus. Es ist hier in Genf, dass Leute wie John Knox aus, aus Schottland Zuflucht finden. Die englischen Puritaner kommen hierher. Holländische, spanische Protestanten. Die Hugenotten Frankreichs finden in Genf Zuflucht und werden dort gestärkt und wieder ausgesandt. Als die Valdenser ausgerottet werden sollten aus den aus den valdenser tälern im 17. Jahrhundert sind sie fast ausgerottet worden und die wenigen Überlebenden sind nach Genf geflohen, haben in Genf einige Zeit gelebt und sind dann von Genf über die Bergspitzen in der glorigen Heimkehr wieder zurückgekehrt in die valdenser täler Genf war das Zentrum. Und hier haben wir ihn mit einigen Mitarbeitern. 30 Jahre hat er dort gewirkt. Und was so klein anfing durch das Werk von Fromont, wurde zu einem Bollwerk im Magna-Konflikt. Nicht Wittenberg. Sondern Genf. Und es ist sehr interessant, wie das alles so zusammengewirkt hat. Gehen wir noch ein bisschen weiter über die Ausbreitung in Europa. Was haben wir hier für eine Gegend? Das ist nicht Deutschland. Deutschland ist irgendwo da. Also das ist nicht Deutschland. Das ist. Es gibt ja Leute, die sagen, die Holländer gehören auch zu uns. Sprachlich mag das ja in gewisser Weise stimmen. Nur haben sie eine andere Aussprache. Ich nein. Spaß beiseite. Das ist Holland. Gab es in Holland auch eine Reformation? Sie werden erstaunt sein. In Holland gab es die Reformation lange, 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 bevor Luther überhaupt seinen ersten Atemzug getan hat. Und zwar 700 Jahre vorher gab es die ersten Reformatoren. Das ist im Frühmittelalter, 8. Jahrhundert. Schauen Sie mal hier. Zwei holländische Bischöfe waren im frühen Mittelalter, um 800, nach Rom gereist, aus Rom zurückgereist und haben dann Folgendes gesagt. Gott hat seine Königin und Braut, die Gemeinde zu einer edlen und ewigen Einrichtung für ihre Familie gesetzt, mit einer Mitgift, die weder vergänglich noch verderbar ist, und hat ihr eine ewige Krone, ein Scepter gegeben. Wohltaten, die du, sie sprechen an Rom, wie ein Dieb abschneidest. An den Papst, ja? Du setzt dich in den Tempel Gottes als ein Gott. Statt ein Hirte zu sein, bist du ein, den Schafen zum Wolf geworden. Achtes Jahrhundert, wie gesagt. Du willst, dass wir dich für einen hohen Bischof halten, aber du beträgst dich vielmehr wie ein Tyrann. Statt ein Knecht aller Knechte zu sein, wie du dich nennst, bemühst du dich, ein Herr aller Herren zu sein. Du bringst die Gebote Gottes in Verachtung. Ist das nicht interessant? Im 8. Jahrhundert, in Holland, haben das diese Bücher erkannt. Der Heilige Geist ist der Erbauer aller Gemeinden, soweit sich die Erde ausdehnt. Die Stadt unseres Gottes, deren Bürger wir sind, reicht zu allen Teilen des Himmels. Und sie ist größer als die Stadt, welche die heiligen Propheten Babylon nannten. Die vorgibt, göttlich zu sein, sich vom Himmel erhebt und sich rühmt, dass ihre Weisheit unsterblich sei, und schließlich, wenn auch ohne Grund, dass sie nie irren, noch irren könne. Hier haben sie den Beweis, dass schon ganz, ganz früh diese Irrtumslosigkeit behauptet worden ist. Ja? Nicht erst im ersten Vatikanischen Konzil. Schon da haben wir Zeugnisse dafür. Also das war schon ziemlich beeindruckend, oder? Ähm, für diese frühe Zeit. Später, im Laufe des Mittelalters, ist Holland immer wieder besucht worden von Predigern, zum Beispiel der Waldenser. Es gibt immer wieder Kontakt zwischen den Waldensern und dort den, der Gegend in Flandern und ähm, in den niederländischen Gegenden. Und diese Waldenser bringen Bibelabschriften mit, die dort eben insgeheim für eine gewisse Zeit auch ins Holländisch übersetzt worden sind. Da heißt es hier über die holländische Übersetzung der Bibel folgendermaßen, man musste ja den Leuten erklären, was eine Bibel ist, nicht wahr? Da heißt es, finde ich eine ganz tolle Beschreibung der Bibel, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen würden, dass ein großer Vorteil darin sei, dass sich in ihr keine Scherze, keine Fabeln, kein Spielwerk, kein Betrug, nichts als Worte der Wahrheit befänden, dass allerdings hier und da eine harte Kruste sei, aber dadurch nur der Kern und die Süßigkeit all dessen, was gut und heilig ist, leichter entdeckt werde. Schon Bibel Bibellesen das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen harte Kruste? Das haben die im Mittelalter auch schon gewusst. Manchmal ist das nicht alles gleich sofort zu verstehen. Und manchmal, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, denkt man: meine Güte, es ist ein bisschen, bisschen harte Kruste hier, 1. Mose 5, Geschlechtsregister, nicht wahr? Aber die harte Kost ist nur da, dass man den Kern und die Süßigkeit dessen erkennt, was gut und heilig ist. Naja, zur Zeit von Luther sind dann auch die Schriften Luthers in Holland aufgenommen worden. Ähm, sehr willkommen geheißen, allerdings natürlich auch schwer verfolgt. Und dann gab es diesen Mann zur Zeit von Luther. Jetzt bin ich gespannt, wer weiß, wer das ist. Das ist Menno. Simons, ganz genau, Menno Simons, geboren 1496, nur ein paar Jahre nach Luther in Wittmarsum, das ist da so richtig so, diesen Inseln, nicht wahr, diesen, diesen friesischen Inseln. Und er sollte Priester werden, auch katholischer Priester, war ganz begeistert von der Kirche, aber er hatte ein Problem, er hat einen relativ schlechten Lebenswandel gehabt und er hatte Angst vor der Bibel. Wissen Sie, warum er Angst vor der Bibel hatte? Im Studium war ihm eingebläut worden, dass er kein Heretiker werden dürfe, weil das könnte gefährlich werden, nicht wahr? Und er hatte ständig das Gefühl, wenn er die Bibel lesen würde, dann wird er vielleicht zum Heretiker. Deswegen hat er die ersten Jahre seines Priesterdienstes niemals eine Bibel gelesen. Aus Angst, Heretiker zu werden. Interessant, nicht wahr? Aber wie er so Priester ist und immer die Messe durchführt und die Eucharistie, kommen im Laufe der Zeit Zweifel an dieser Eucharistie, nicht wahr? Wo, man, wo man angeblich Jesus in dieses Brot hinein verwandelt. Er Hat er so also Zweifel, ob das wirklich so ist? Aber er hat Angst vor diesen Zweifeln, weil er glaubt, diese Zweifel sind Einflüsterungen vom Satan. Und er kämpft dagegen an. Aber schließlich kann er nicht anders und er möchte einfach mal wissen, was die Bibel dazu sagt. Er studiert das Neue Testament. Er bekommt Schriften von Luther in die Hand und ganz schnell entdeckt er das Evangelium. Und all diese Furcht ist plötzlich verschwunden. Im Grunde genommen, wenn Sie jetzt ein paar Vorträge schon gesehen haben, ist es immer dieselbe Geschichte, nicht wahr? Die Leute weigern sich erst dagegen, kommen von einem ganz anderen Hintergrund und dann lesen sie einfach die Bibel und ihr Leben ändert sich. Egal, ob sie super streng in ihrer Religion sind oder ein ganz liederliches Leben gelebt haben oder was auch immer ihr Hintergrund ist, so wie sie zur Bibel kommen, mit einem aufrichtigen Wunsch, die Bibel kennenzulernen, verändert sich das Leben. Sehr interessant. Aber dann ist etwas passiert in seinem Leben, was besonders war, was ihn abgehoben hat von den anderen. Ähm, Reformatoren. 1531 im März erlebt er etwas, was ihn sehr schockiert. Er erlebt, wie ein Mann der Kopf abgeschlagen wird, und als er fragt, was er denn Schlimmes getan hat, heißt es, dieser Mann hat sich noch mal taufen lassen. Und Menno Simons denkt sich, wie noch mal taufen lassen? Ist er nicht als Kind getauft worden? Wird noch als Kinder getauft. Warum sollte man sich taufen lassen? Und deswegen wird man umgebracht? Er hatte in seinem Leben noch nie darüber nachgedacht, dass man sich anders als ein Kind taufen lassen könnte. Und da hat er ja, Glaublich. Schaut kurz in der Bibel nach, ob es da einen Vers da für die Erwachsenentaufe gibt. Als er nach dem Vers für die Erwachsenentaufe sucht, stellt er ganz schnell fest, dass es gar keinen Vers für die Kindertaufe gibt. In jener Zeit, das ist die Zeit, wo Luther noch aktiv ist, nicht ja? Und er erkennt durch das Bibelstudium, ja, eigentlich müsste man sich durch den, als Glaubenstäufer sozusagen mit Glaubensentscheidung taufen lassen. Er kennt das und nimmt das an für sich im Glauben. Das war damals keine einfache Sache, das anzunehmen. Denn wenn Sie sich noch an den ersten Teil erinnern, dann werden Sie wissen, dass Täufer schlecht angesehen waren. Wenn jemand die Überzeugung vertreten hat, dass man als Erwachsener getauft werden musste, dann gab es sofort eine rote Alarmgloche, die da bei den allen, egal ob Katholiken oder auch Lutheranern oder Reformierten in Schweiz sofort ging. Und das war der Grund, warum auch viele ermordet worden sind, und dann auch sein Bruder, Peter. Das hatte nämlich zu tun mit diesen Fanatikern, die zur Zeit von Luthers auch von der Taufe gesprochen haben. Übrigens sogar vom siebten Tag Sabbat und von vielen anderen Dingen. Und das alles mit einem furchtbaren Fanatismus verknüpft haben. Wir haben, von der Wiederkunft gesprochen, dass man die Offenbarung studieren muss und haben alles kurz und klein geschlagen und haben die Soldaten verprügelt und sich aufgeführt wie die letzten Kauten und die Bibel hochgehalten. Und wenn man jetzt die Bibel studiert und dann vielleicht jemandem sagt, du, ich glaube, wir sollten uns als Erwachsene taufen lassen, was ist dann die Reaktion? Gehörst du auch zu diesen Wiedertäufern? Bist du auch einer von diesen Fanatikern? Und das hat er erlebt. Er hat 1536 mit der römischen Kirche gebrochen und wurde dann im Januar zum Ältesten in der Täuferbewegung ordiniert. Es gab nämlich viele, viele, viele Täufer, die mit diesen fanatischen Täufern in Münster und anderswo gar nichts zu tun hatten. Es gab nämlich schon lange vorher Täufer und es hat auch später noch viele Täufer gegeben, die einfach nur durch die biblische Überzeugung sich entschieden haben, sich als Erwachsenen taufen zu lassen. Und der große Verdienst von Menno war, er war nicht der Erste, der es entdeckt hat, aber sein großer Verdienst war, als er gesehen hat, in welcher schlimmen Lage die Täufer sind, durch diese Fanatiker, hat er all die kleinen Gruppen von echten, bekehrten Christen zusammengenommen und hat sie organisiert. Und hat all das zusammengenommen, was versprengt war, und hat sozusagen eine Täuferkirche organisiert. Und die Geschichtsschreibung, die Kirchgeschichtsschreibung, teilt die Geschichte der Täufer in drei Teile ein. Die Zeit vor Menno, die Zeit. Während Menno und jetzt seit Zeit nach Menno. So eine gewaltige Einfluss hat er auf diese Gruppe Christen gehabt. Der Kaiser Karl V., wie hat er wohl die Sache gefunden? Raten Sie mal. Also wenn er schon Luther nicht mochte, dann konnte er Menno ganz und gar nicht ab. Und das Ding war, dass Niederlande zum Heiligen Römischen Reich gehört hat, aber keine Fürsten hatte. Und jetzt wissen Sie, was passiert? Der Karl hatte mehr oder weniger Narrenfreiheit. Und so hat er ein Edikt erlassen gegen Menno. Und alle sollten gefangen genommen werden und getötet werden, die auch nur von ihm getauft worden sind. Es sind Leute getauft worden von ihm und sechs Jahre später, als man es rausgefunden hat, hat man sie verbrannt. Allein das war schon ein todeswürdiges Vergehen. Und er war so wichtig für diese Bewegung, dass ab 1544, 45 die Täufer jetzt schon Mennoniten hießen. Und vielleicht haben Sie den Namen mal gehört. Diese Gruppierung entsteht dort, hat nichts mit diesen fanatischen Täufern zu tun, sondern waren einfach ganz treue Christen, die einfach geglaubt haben, wenn ich mich für Christus entscheide, dann möchte ich auch dann getauft werden und zeigen, Christus ist für mich gestorben und hat mir ein neues Leben gegeben durch seine Auferstehung. Und so sind sie wiederum auf die Scheiterhaufen gekommen und man muss sie auch ehrlicherweise sagen, nicht nur durch katholische Leute, sondern zum Teil auch durch Protestanten. Das heißt, die Frauen stellten sich neben den Materpfahl ihrer Gatten und während diese das Feuer erduldeten, flüsterten sie ihnen Worte des Trostes zu oder sangen Psalmen, um sie aufzumuntern. anderes Zitat: Jungfrauen legten sich, Achtung, lebendig in ihr Grab. Man hat die Frauen nicht verbrannt, man hat sie meistens in dort lebendig vergraben. Interessant, oder? Sie wurden, sie haben sich entschieden fürs Wassergrab und haben dann ein Erdgrab bekommen. Hättest du dich taufen lassen, lieber Freund, liebe Freundin? Wenn dir das vorbestünde? Sie legten sich lebendig in ihr Grab, als ob sie das gemacht zur nächtlichen Ruhe betreten oder sie gingen in ihren besten Gewändern auf das Schafott oder in den Feuertod, als ob sie zur Hochzeit gingen. Was in der Welt kann ein Menschen dazu bringen, mit so einem Frieden im Herzen? Egal ob Familienvater oder Tochter, ganz egal, egal ob Geschlecht, Alter, was auch so immer, so zur Wahrheit zu stehen, die man entdeckt hat, so einen Frieden zu haben. Und das war auch zur Zeit der Täufer war. Semen es sanguis cristiano. und weiß nicht noch was es übersetzt heißt. Ein Samen ist das Blut der Christen. Weiß noch jemand wer es gesagt hat? Was war der hier? Du erinnern? Letzten Samstag Tertullian in seinem an die, an, die, an, die, an die römischen Kaiser. Menno Simons stirbt dann 1561, er selbst ist, hat lange Zeit wirken können und nur wenige Jahre später, nach seinem Tod, beginnt der Unabhängigkeitskampf der Niederlande. Da kommt Wilhelm von Oranje, vielleicht mal gehört, nicht ja, Die Oranje, nicht so. Und man, man schmeißt die ganzen Bilder aus den, aus den Kirchen weg und nach langem, langem Kampf werden die Niederlande frei. Und unabhängig und haben dann religiöse Freiheit. Interessanterweise hat es in vielen Gegenden viel Blut gegeben. In Frankreich, in den Niederlanden, in Italien, zum Teil in Deutschland. Aber es gibt auch eine Gegend, wo in Europa die Reformation hineinkam, ohne viel Blut vergießen. Und das war hier. Skandinavien. Das hatte damit zu tun, dass es einige sehr gute Studenten in Wittenberg gab, die unter Luther studiert haben und die alle. Ähm, Skandinavier waren. Einer von ihnen, hier ist die Wittenberger Universität, ist das hier. Das ist der Reformator Dänemarks. Heute lernen wir was Neues. Wer ist der Reformator Dänemarks? Haben Sie überhaupt gewusst, dass es einen Reformator von Dänemark gab? Das ist Hans Tausend. Ja, klingt schon so schön nordisch, nicht wahr? Und Hans Tausend war auch in einem Kloster groß geworden in Dänemark und er war auch ein ziemlich begabter junger Mann gewesen. Man hat ihm gesagt: geh studieren nach Frankreich oder nach Deutschland und wir bezahlen es dir auch, aber auf keinen Fall geh nach Wittenberg. Einziger Ort, wo du nicht hingehen darfst. Er ist dann gegangen, war wohl in Rostock, war in Köln, hat die Schriften Luthers bekommen, hat gesagt, hey, was ist das denn? Wo, wo lehrt er? Oh, in Wittenberg. Egal. Ist dann nach Wittenberg gegangen und hat in Wittenberg studiert, ist zurück nach, nach Dänemark. Damals hat man hat kein Internet gehabt, man wusste ja nicht, wo der gewesen ist. Und er hat nicht gesagt, dass er in Wittenberg gewesen ist, hat einfach dort im Kloster unterrichtet. Ist aber relativ schnell aufgefallen, dass er wohl doch in Wittenberg gewesen war. Man hat, und da hat man etwas Dummes gemacht aus Sicht Roms. Man hat ihn nicht gefangen gesetzt, man hat ihn erst gefangen gesetzt, aber dann hat man ihn aus dem Kloster geschmissen. Jetzt war er auf freiem Fuß. Und jetzt ist er rumgereist und hat gepredigt. Und dann ist er vom König 1530 nach Kopenhagen eingeladen worden, um dort zu predigen. Naja, und 1537 war Dänemark protestantisch. Und hier ein anderes Land, das ist ein bisschen gebirgiger als Dänemark, was ja relativ flach ist, äh, das ist Schweden. Und auch Schweden hat seine beiden Reformatoren gehabt, und zwar Olaus und Laurentius Petri, auch die beiden haben in Wittenberg studiert, hier an der Universität. Und so wie Luther und Melanchthon zusammengewirkt haben, haben auch diese beiden Brüder zusammengewirkt. So wie Luther der kräftige, starke und vorauspolternde war und Melanchthon der ruhige und bedachte und, nicht wahr? gemach, gemach, gründlich. So war auch Olaus so, so ein bisschen der schwedische Luther und Laurentius war der schwedische Melanchthon. Und zusammen haben sie vor allem mit ihm hier zusammen oder zu tun gehabt mit König Vasa dem Ersten. Ja, hier ist Vasa, der Erste. Und der hatte einen ziemlichen Hass auf Rom, weil Rom das Geld aus dem Land zog und auch irgendwie Unordnung im Land war und die, die Menschen mehr heidnisch geprägt waren als, als christlich. Und er hat dann ein Disput zugelassen zwischen diesen Reformatoren und den römischen Anhängern. Und diese Reformatoren waren ziemlich gut ausgebildet. Das Interessante an der Reformation ist, man denkt ja meistens, ah, da gab es den Luther, dann kennt man vielleicht noch Zwingli und Calvin und dann hört es auf, nicht wahr? Das andere waren wahrscheinlich nur so Wasserträger. Wir wissen das heute noch nicht mehr. Olaus und Laurentius Petri waren genauso brillante Theologen wie Luther. Man hätte auch gut auf Luther verzichten können. Der Olaus hätte das auch selbst machen können, diese Reformation. Wenn es den Luther nicht gegeben hätte. Brillante Leute. Die mit der Bibel in der Hand die Reformation verteidigt haben und die Bibel ähm, ja, nach Schweden gebracht haben. Es heißt hier in Galater 1, Vers 8: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und so etwas sagen sie auch dem König. Sie sagen: Schau her, das ist die Bibel, das ist das Evangelium, daran halten wir uns. Wenn jemand was anderes predigt, sagt Paulus, ist er verflucht. Und König Waser? War relativ angetan, hat gedacht, das ist, klingt ja interessant. Und so wurde 1527 auf einem Reichstag, die hatten auch Reichstage damals, in Wörsteras die Reformation eingeführt. Und 1541 kam dann die Bibel auf Schwedisch heraus. 1526 schon die schwedische Übersetzung. Wann war nochmal das deutsche Neue Testament? 22. Und wann das französische? 23. Und das schwedische? 26, das ist wirklich interessant, wie innerhalb kürzester Zeit, in einem Jahrzehnt, fast in allen Sprachen, zumindest das Neue Testament, plötzlich in den Originalsprachen vorlag. Da haben wir eine Ausgabe, hier 1541, Biblia, also den Rest kann ich nicht lesen, bin kein gar äh, nicht Schwedisch. Und das ganze Land wurde protestantisch. Und jetzt möchte ich Ihnen mal eine Frage stellen: Schweden, so im Mittelalter, war das eine große Weltmacht oder eher so ein kleines, unbedeutendes Ländchen? Also im im späten Mittelalter war Schweden relativ unbedeutend. Hat kaum einer wirklich Notiz von genommen. Als die Reformation kam, hat sich das geändert. Die Reformation hat aus Schweden eine gewaltige Nation gemacht. So gewaltig, als dann 100 Jahre später der 30-jährige Krieg durch Deutschland fegt und die Reformation beinahe ausgelöscht wird. Da kommen die Schweden nach Deutschland mit ihren Armeen und retten die Reformation. Na, sie haben sich nicht immer gut verhalten. Es gibt noch ein paar komische Geschichten, von denen, aber es war eine gewaltige militärische Macht geworden. Die Reformation hat diese Nation groß gemacht. Zum Abschluss gehen wir noch nach England. Gab es jemanden, der zur Zeit von Luther dasselbe Werk wie Luther getan hat in England? Ja oder nein? Ja, das klingt doch schon mal äh, vielversprechend. Wer war's? William Tyndale. Ganz genau. Das ist Luther. Das ist Tyndale. Und Tyndale war ein wirklich begnadeter Mann. Er wollte nämlich die Bibel ins Englische übersetzen. Aber jetzt sie sagen Sie: Moment mal, die Bibel gab es doch schon auf Englisch. Wer hat sie übersetzt? Wycliffe. Warum braucht man nochmal eine neue, neue Bibel? Das Problem an der Wycliffe-Bibel waren drei Punkte. Erstens, sie wurde zu einer Zeit übersetzt, als es keinen Buchdruck gab. Das heißt, es gab nur relativ wenig Exemplare, die zudem sehr teuer waren. Und zweitens war die Sprache mittlerweile schon relativ alt. Ich weiß, das Englisch hat sich auch weiterentwickelt. Und drittens war die Wycliffe-Bibel nur aus dem Lateinischen übersetzt, nicht aus dem Original, Hebräisch und Griechisch. Und das war für die damalige Zeit das Beste, was es gab, war wunderbar. Aber Tyndall wusste, es muss weitergehen. Übrigens, ein interessanter Punkt. Man hätte auch sagen können: Ach, wir haben ja das schon von Wycliffe, Ende aus, nicht wahr? Wenn man neue Wahrheiten entdeckt, soll man auch weitergehen. Und er hat etwas benutzt, nämlich das griechische Testament, das vor kurzem von Erasmus von Rotterdam rausgebracht worden war. Das war seine große Tat. Also, so, so viel ich vorher über ihn geschimpft habe, äh, hier muss man ihn loben, dass er das griechische Testament rausgebracht hat, 1516, war eine große Tat. Ähm, das ist der sogenannte Textus Receptus, falls Sie jemals sich für diese Debatte interessiert haben, nur so nebenbei. Und Tündel hat beim Lesen des griechischen Urtextes Christus erkannt. Und. War ganz begeistert. Er sagt: Wer hat denn den Adler gelehrt, seine Beute zu finden? Derselbe Gott lehrt seine hungrigen Kinder, ihren Vater in seinem Wort zu finden. Und dann sagt er nicht: Ihr habt uns die Schrift gegeben, vielmehr habt ihr sie uns vorenthalten. Das war nämlich, als die Papstanhänger zu ihm gesagt haben: Die Kirche muss die Bibel auslegen. Er hat gesagt: ja, Moment mal, ihr habt doch nicht mal die Bibel gegeben, ihr habt sie uns vorenthalten. Ihr seid es, die solche verbrennen, die sie predigen. Ja, ihr würdet die Schrift selbst verbrennen, wenn ihr könntet. Und dann hat er festgestellt, dass in seinem Werk als Reformator in England das Problem bestand, wann immer er zu einer Gemeinde gegangen ist und gepredigt hat, waren die Leute begeistert für die Reformation, dann ist er an einen anderen Ort gegangen und dann kam ein Priester zum ersten Ort und hat wieder gegen ihn gepredigt. ging es immer auf und ab. Egal wo er hingegangen ist, gab es Erweckung, Reformation, und dann ist er weggegangen und dann wurde alles wieder eingestampft. Ich dachte, das geht nicht. Die Leute können nicht von mir abhängig sein. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Sag ich mal. Und hat er gesagt hier, während ich hier sehe, reißt der Feind dort wieder alles aus, wo ich gerade herkomme. Ich kann nicht überall zugleich sein. Oh, dass die Christen die Heilige Schrift in ihrer Sprache besäßen. So könnten sie den Sophisten selbst widerstehen. Ohne die Bibel ist es unmöglich, die Laien in der Wahrheit zu gründen. Ein katholischer Gelehrter sagt zu ihm, wir wären besser dran ohne Gottes Gesetz als ohne das Gesetz des Papstes. Und Tyndall hört sich das an und sagt, bist du dir sicher? Und sagt darauf, ich trotze dem Papst, samt allen seinen Gesetzen, wenn Gott mir das Leben schenkt, so soll in wenigen Jahren ein Bauernknecht, der den Flug führt, die Schrift noch besser verstehen als du. Und er hat genau das erreicht. Was ist passiert? Er musste fliehen, es ist 1523 nach London geflohen, wurde dann 1524 Student in Wittenberg. Also es war in dieser Zeit, in diesem Jahrzehnt ein Zentrum für die Reformation. Und dann, 1525, hatte er die Bibel jetzt ins Englische übersetzt. Und jetzt musste er einen Drucker finden. Er ist in mehrere deutsche Städte gegangen und wollte das drucken lassen. Und jedes Mal, wenn es fast so weit war, wurde es gestoppt. Verboten. Er ist in eine andere Stadt gegangen, wollte es drucken lassen, gestoppt. Und dann hat er sich überlegt, in welche Stadt kann ich gehen? Und da fiel ihm ein, in Worms müsste es noch viele Lutherfreunde geben. Das ist nicht so lange her. Vor einem Reichstag. Und so geht er nach Worms, dort, wo Luther gestanden hatte, einige Jahre zuvor. Und in Worms wird dann der erste Druck in Auftrag gegeben, 1526, der einer Massenbibel für das englische Volk mit einer Erstauflage von, wie viele Exemplaren? 3000 Exemplaren. Da haben wir äh, hier, für alle, die Englisch lesen, ganz interessant, the Gospel of St. John. The first chapter in the beginning to was that word. For that word was with God and God was that word. Und so weiter und so fort. Sehr spannend. Ähm, so ein bisschen mehr als wir es kennen im Vergleich zu Wycliffe, aber immer noch interessant. Und diese Bibel musste jetzt nach England. Das Problem war, die Engländer hatten mitbekommen, was der Tyndall vorhat. Und hatten sogar gefordert, den Kaiser aufgerufen, Tyndall auszuliefern. Und gesagt, das kann ich nur nicht machen. Ähm, und man hat alle Häfen bewacht, dass diese Bibel nicht nach England kommt. Es ist ihnen aber trotzdem gelungen, Stück für Stück dieser Bibeln einzuschmuggeln. Okay? Und dann waren diese Bibeln plötzlich über dem Land. Von London wurden sie verteilt. Und es gab jemanden, der auf eine ganz geniale Idee verfallen ist, wie man diese Bibeln doch vielleicht aus dem Verkehr ziehen könnte. Das war Cuthbert Tunstall. Und er war Bischof von Durham. Und er kam auf die Idee, was ist, wenn ich alle Bibeln aufkaufe und sie verbrenne? Das ist eine gute Idee, oder? Das hat er gemacht. Er hat alle Bibeln, die er finden konnte, aufgekauft und hat sie auf dem verbrannt. Mal davon abgesehen, dass die Leute sich gefragt haben, warum verbrennt ein Bischof Bibeln und sich schon gefragt haben, was da irgendwie verkehrt ist, hat er gedacht, er hat ein großes Werk getan. Was er nicht bedacht hatte, ist, dass er durch diese Aktion ganz automatisch auf einen Schlag ganz viel Geld in die Hände Tündels wiedergebracht hat, der dadurch eine bessere und neuere Edition ausbringen konnte. Und was passiert ist, es ist kein, kein Scherz. Als Tündel später gefangen genommen worden ist und gefragt worden ist, woher hast du all das Geld gehabt und wer hat dich gesponsert, diese ganzen Bibelübersetzungen rauszugeben, da hat er gesagt: Wollt ihr es wirklich wissen? Unser bester Sponsor war der Bischof von Dörhern. Naja. Er hat dann 1530 gegen die Scheidung von Herrn dem 8. vielleicht kennt ihr ein bisschen was von dem, ähm, protestiert. Und so wie Johannes dem Täufer, ist ihm das nicht besonders gut bekommen, obwohl das richtig war. Und ist 1536 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Aber er war nicht der Einzige. Es gab andere reformatoren zu seiner Zeit. Zum Beispiel Latimer. Was von Latimer gehört? Hier haben wir Latimer, der seine Predigt hält vor King Edward. Und er sagt in dieser Predigt, Stellen dir vor, der predigt vor dem König und sagt, der Urheber der Heiligen Schrift ist Gott selbst. Und diese Schrift hat einen Anteil an der Macht und Ewigkeit ihres Urhebers. Es gibt weder Könige, Kaiser, Obrigkeit noch Herrscher, die nicht gebunden werden, seinem Heiligen Wort zu gehorchen. Lasst uns keine Nebenwege einschlagen, sondern lasst das Wort Gottes uns leiten. Lasst uns nicht unseren Fehlern nachfolgen und auf das sehen, was sie getan haben, sondern auf das, was sie hätten tun sollen. Das ist Reformation. Schau nicht auf das, was die anderen gemacht haben, schau auf das, was sie hätten tun sollen. Das ist ja das, was Karl, wo Karl Fünfte gescheitert ist. Latimer war ein, ein Mann Gottes. Und es gab viele. Barnes und seine Freunde Frith oder Ridley, Cranmer, alles Namen, die wir heute vergessen haben. Und fast alle von denen verbrannt wurden. 1533, 1540, Robert Barnes verbrannt worden. Latimer hat eine interessante Predigt gehalten, das fand ich so toll, muss ich unbedingt einfügen. In einer Predigt fragt er folgendes: Ich muss euch eine seltsame Frage stellen. Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prälat in England ist? Ich sehe, ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Ich will ihn nennen. Es ist der Teufel. Er entfernt sich nie aus seinem Kirchsprengel. Sucht ihn, wann ihr wollt. Er ist immer zu Hause. Er ist stets bei der Arbeit. Ihr werdet ihn nie träge finden. Dafür bürge ich euch. Wo der Teufel wohnt, dort weg mit den Büchern und Kerzen herbei. Weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei. Weg mit dem Licht des Evangeliums und Wachsstöcke hoch, ja, sogar am hellen Mittag. Nieder mit dem Kreuz Christi, es lebe das Fegefeuer, das die Taschen leert. Wow. Hinweg mit dem Bekleiden der nackten Armen und Lahmen. Herbei mit der Verzierung von Bildern und der bunten Schmückung von Stock und Stein. Herbei mit menschlichen Überlieferungen und Gesetzen nieder mit Gottes Einrichtung und seinem allerheiligsten Worte. Meine Güte, aber gab es damals tolle Prediger. Wo sind die heute alle hin? Oh, dass unsere Prälaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkut, Unkraut zu sehen. Auch dort, Namen, die wir vielleicht gar nicht so kennen, zur gleichen Zeit wie Luther, zur gleichen Zeit wie Zwingli, zur gleichen Zeit wie Calvin oder wie Lefeb Lefebvre oder wie all die anderen tausend Petri in England, Leute, die dasselbe gelehrt haben und von Gott benutzt worden sind, Reformation in ihr Land zu bringen. Das ist eine besonders bewegende Geschichte. Hier haben wir Ridley und Cranmer 1555 in Oxford auf dem Scheiterhaufen. Man kann heute, wenn man in Oxford ist, noch auf der Straße gibt es so eine kleine, so eine kleine Plakette, wo sie gestanden haben. Und einer von ihnen sagt zum anderen: es, ist, es war nicht Cranmer, entschuldigung, es war Latimer. Er sagt zu Ridley: Sei guten Mutes. Wir werden heute durch Gottes Gnade ein Licht in England anzünden, das, wie ich hoffe, nie ausgelöscht werde. Das Feuer wurde gelegt, sind verbrannt worden. 1555 Ridley und Latimer verbrannt, 1556 Thomas Cranmer verbrannt. Seine Geschichte ist besonders interessant. Sieht jemand, was er hier tut im Feuer? Er hält seine rechte Hand ins Feuer. Das hat folgende Bewandtnis. Er hatte in, seinem, in seiner Verurteilung, hatte er widerrufen. Er hätte nicht nur mündlich widerrufen, er hätte schriftlich widerrufen. Ihm war ein Dokument vorgelegt worden, ob er all das widerruft, was nicht wahr? Luther und Tyndale und Ridley und Latimer gesagt haben, ob er das widerrufen würde und ob er zurück möchte in die katholische Kirche. Und er hat unterschrieben. Hat gehofft, das Leben zu bekommen dadurch. Und es ist mitgeteilt worden: äh, übrigens, du bist trotzdem verbrannt. Und dann, dann hat er gefragt: Darf ich wenigstens noch eine Predigt halten, bevor ich verbrannt werde? Und sie haben wir gesagt: Okay. Aber nur wenn du vor den Predigttext einreichst. Hat er Predigt geschrieben, hat den Text eingereicht, war nichts dran zu finden. Konform. Ja, du darfst predigen. Er hat sich hingestellt, hat die Predigt auch so angefangen, wie es dort steht. Und hat seine Predigt im Laufe der Predigt verändert. Und hat gepredigt, das Evangelium. Weil er wusste, seine letzte Chance. Hat die Menschen gewarnt und hat gesagt, dass wenn ihr mich gleich brennen seht, Achte darauf, ich werde meine rechte Hand zuerst ins Feuer halten, denn mit dieser rechten Hand habe ich den Glauben verleugnet. Die Papstanhänger waren wudernd brand, haben ihn von der, von der Kanzel gezerrt, ins Feuer geworfen und er hat tatsächlich Wort gehalten, hat seine rechte Hand zuerst ins Feuer gehalten. es hat ihn so geschmerzt, so wie Hieronymus, nicht wahr? Dass er das getan hat. Einer nach dem anderen. Auch in Schottland gab es Leute, die das Evangelium verkündigt haben. Wir hatten ja im ersten, im zweiten über Iona, über über Iona, damals Anfang des Mittelalters, über des Und über Werk war nie Werk war nie worden, völlig nach worden, Zeit, nach einiger Zeit so um 12. Jahrhundert Rom alles kaputt gemacht hatte. Dann zur Zeit von Wycliffe waren einige Leute auch nach Schottland gegangen und dann zur Zeit der Reformation gab es Schriften von Luther und auch die Tyndale Bibel in Schottland und dann gab es jemanden, der es gab einige Reformatoren in Schottland hier, die verbrannt worden sind, zum Beispiel ähm, Wissard und der andere hieß, jetzt habe ich seinen Namen nicht auswendig, genau, Patrick, Patrick Hamilton und George Wissard. Kennt heute kein Mensch mehr so wirklich. Adlige, die für, die für die Reformation verbrannt worden sind. Hier haben wir ihre Namen und ihre Daten. Aber dieser Wissard hatte einen Schüler und dieser Schüler war ein besonderer Mann und sein Name war John Knox. John Knox gehört, der Mann war wirklich knackig. John Knox wurde bekehrt und wurde dann von einigen Freunden aufgefordert zu predigen. Und er hat sich nicht getraut, hat tagelang gebetet, soll ich Reformator werden oder nicht? Soll ich wirklich predigen, soll ich ziehen und mich der Sache aussetzen? Und er hat gebetet und dann hat er sich entschieden, ich mache es. Und weiß jemand, was er als erste Predigt in Schottland öffentlich gepredigt hat? Über welches Thema? Ganz berühmte Predigt. Was, über welches Kapitel würden Sie in der Bibel beten, äh, predigen, wenn Sie sich das Ziel setzen, ein Land zu reformieren? Wo Sie predigen? Prediger das Glauben. Welches Kapitel? Okay. Ich sag's Ihnen. Wissen Sie, wo er gepredigt hat? Über Daniel 7. Er hat hingestellt und gesagt: Pass auf, hier sind die Weltreiche: Babylon, Mitte Persien, Griechenland, Rom, Papsttum. Boom. Die Königin von Schottland, Mary, hat später gesagt: Ich fürchte die Gebete von John Knox mehr als stehende Armeen. Hat das jemand mal schon von Ihnen gesagt, dass jemand Ihre Gebete mehr fürchtet als? Äußerliche Gewalt. John Knox war ein Mann des Gebets, ein Mann des Wortes. Er hat gepredigt wie kaum ein anderer und hat Schottland protestantisch gemacht. Hier haben wir die Königin Mary, die ihn einmal gefragt hat, also warum kannst du mich nicht entscheiden lassen, wer hier wie angebetet wird? Und John Knox sagt folgendes, äh, Verzeihung, Königin, da die richtige Religion weder ihren Ursprung noch ihre Autorität von weltlichen Fürsten, sondern von dem ewigen Gott allein erhielt, so sind die Untertanen nicht gezwungen, ihren Glauben nach dem Geschmack ihrer Fürsten zu richten. Bingo. Denn oft kommt es vor, dass die Fürsten vor allen anderen in der wahren Religion am allerunwissendsten sind. Das hat er ja der Königin gesagt. Jetzt schauen Sie mal dieses Argument an, das finde ich super. Hätte aller Same Abrams die Religion Pharaos angenommen, dessen Untertanen sie lange waren, welche Religion, ich bitte Sie, Madame, würde dann in der Welt gewesen sein? Oder wenn in den Tagen der Apostel alle Menschen die Religion der römischen Kaiser gehabt hätten, welche Religion würde dann auf der Erden gewesen sein? Man kann nicht immer dem, dem, dem König folgen. Und so, Madame, können Sie sehen, dass Untertanen nicht von der Religion ihrer Fürsten abhängen, wenn ihnen auch geboten wird, ihnen Ehrfurcht zu zeigen. Wir wollen freundlich sein, wollen liebevoll sein, wollen keine Revoluzer sein, aber Religion entscheide ich selbst. Lieber Freund, liebe Freundin, einer nach dem anderen, den wir heute anschauen, hat dasselbe gesagt. Du, lieber Freund, liebe Freundin, bist selbst verantwortlich für das, was du glaubst. Weder deine Eltern, noch deine Familie, noch deine Freunde, noch der König, wenn es einen geben würde, können dir verbieten oder dich hindern oder dich beeinflussen in dem, was du glaubst. Und dafür sind diese Leute, haben sie alles gegeben. Das überspringen wir aus Zeitgründen. Wir wollen zum allerletzten kommen. Das heute machen, nur wenige Minuten noch. England wurde protestantisch, anglikanisch. Das Problem war da nur gewesen dass die Kirche protestantisch hieß, aber nicht so viel Protestantismus, Protestantismus wenn man drin war. Und dass man im Wesentlichen das Oberhaupt gewechselt hat, vom Papst zum, äh, zum König, aber nicht so wirklich den Inhalt. Und so wurden dann im 17. Jahrhundert wieder Leute verfolgt, aber diesmal nicht von Romanhängern, sondern von Protestanten. Leute wie John Bunyan, der gewagt hat, das Evangelium etwas klarer zu formulieren, wurde von der anglikanischen Kirche ins Gefängnis gesteckt und hat dort dieses berühmte Buch geschrieben, The Pilgrims Progress zum Beispiel. Einige von denen wurden so sehr verfolgt, dass sie ausgewandert sind. Weißt du, wohin? Amerika. Wenn Sie wissen wollen, was da passiert ist, sehr spannende Geschichte, seien Sie am Dienstag herzlich eingeladen. Da sind Sie angekommen und was mir passiert ist, erzählen wir am Dienstag. Und dann gab es gegen im 18. Jahrhundert zwei Leute, die wir als letzte Reformatoren heute kurz noch ansprechen wollen. Weiß jemand zumindest wer das hier ist? Ja, das ist John Wesley. Schon gehört, John Wesley? Jetzt sind wir schon im 18. Jahrhundert. Und zu seiner Zeit war das Kirchleben so tief wieder im, äh, im Dunkel gewesen, trotz des protestantischen Namens, dass es eine Erweckung nötig hatte. Der andere ist äh, Wildfield, der hier daneben ist. Die Lehren von Luther waren nach 200 Jahren später wieder völlig in Vergessenheit geraten worden. Und John Wesley hat auf, auf seinem vermeintlichen Sterbebett, er war als junger Mann sehr sterbenskrank geworden, auf die Frage, hast du die Sicherheit, dass du im Himmel sein wirst, nur Folgendes geantwortet. Ich habe mich nach Kräften bemüht, Gott zu dienen. Und der Fragesteller hat gesagt, bist du dir sicher, dass das reicht? Und er sagt, das sind meine Bemühungen nicht ein genügender Grund der Hoffnung. Würde er mir diese rauben, so hätte ich nichts anderes, worauf ich vertrauen könnte. Von Gerechtigkeit aus Glauben war schon lange keine Spur mehr in der anglikanischen Kirche. Und so wie Martin Luther 200 Jahre zuvor in Erfurt gerungen hat, wie kann ich Frieden im Herzen haben? Es ist 200 Jahre später. Die Wissenschaft ist vorangeschritten, die Technik ist vorangeschritten, die Zivilisation ist vorangeschritten. Die Frage des Magna Conflictio, wie werde ich gerecht vor Gott, war immer noch dieselbe. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Es ist in allen Jahrhunderten, in allen Zeitaltern, in allen Kulturen dieselbe Frage gewesen. Deswegen ist auch heute dieselbe Frage: Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? John Wesley versucht es, indem er ganz besonders heilig sein möchte. Er gründet 1729 den Holy Club in Oxford mit seinen Mitstudenten, einigen von ihnen, und sagt: Wir sind jetzt ein Club, wir treffen uns immer, versuchen so heilig wie möglich zu leben. Ist interessant, oder? Vor, Studentengemeinschaft, die nicht Party machen will, nicht saufen will, nicht das machen will, will heilig leben. Das haben wohl die anderen Studenten gesagt. Genau. Ihr seid ein bisschen zu methodisch in eurem Studium, haben sie gesagt. Und es ist interessant dass in jener dunklen Stunde des Protestantismus es eine Gruppe von Menschen gab, die wieder Leben hinein injiziert haben, vor denen es keiner geglaubt hätte. Nachfahren der alten Hussiten. Jetzt was in der Welt haben die Hussiten aus dem 15. Jahrhundert zu tun mit der anglikanischen Kirche im 18. Jahrhundert? Hier ist die Geschichte. Die Hussiten waren fast vollständig ausgerottet worden äh, im 15. Jahrhundert, die Nachfolger von Huss. Einige wenige hatten als böhmische Brüder überlebt und auch die waren ausgerottet worden. Und von denen hatten noch ganz wenige überlebt und die waren später nach Sachsen übergewechselt und waren da als Brüdergemeinde bekannt. Vielleicht haben wir was von Graf Zinzendorf gehört? Das war ihr Prediger. Und die haben dann noch überlebt und haben ein ziemlich reines Christentum gepredigt. Und... John Wesley ist acht am 14. Oktober 1735 aufgebrochen zu einer Reise nach Amerika, um dort die Indianer zu missionieren. Und auf dem Schiff hat er dort solche böhmischen Brüder, solche aus der Brüdergemeinde getroffen. Und ihnen aufgefallen, dass die so anders waren als die Engländer. Die Engländer waren stolz, nicht wahr? Tee. Und diese, diese, diese Brüder, die die schrubben freiwillig den, den, den Boden da und melden sich freiwillig, wenn es darum geht. Abwasch all die, die, die untersten Dienste. Und wenn man sie fragt, warum macht die das, denn vielleicht noch freiwillig ohne Bezahlung? Das ist gut für unser stolzes Herz. Wir wollen gerne dienen. Was, was sind das für Leute? Und naja, es kam, wie es kommen musste. Es kommt zu einem gewaltigen Sturm mitten auf dem Atlantik. Und John Wesley sagt, während sie gerade einen Psalm sang, mit dem ihr Gottesdienst begann brach eine Sturzwelle herein, riss das große Segel in Stücke, bedeckte das Schiff und ergoss sich zwischen die Decks, so es schien, als ob die große Tiefe uns bereits verschlungen hätte. Unter den Engländern erhob sich ein furchtbares Angstgeschrei. Nicht wahr? Die Brüder, im, Deutschen, im Englischen heißt es original die Deutschen. Aber es, waren, es, ging, es ging um die Brüder, nicht wahr? Die Brüder aber sangen ruhig weiter. Ich fragte nachher einen von ihnen, waren sie nicht erschrocken? Er antwortete, Gott sei Dank nicht. Aber sagt, ich, waren Ihre Weiber und Ihre Kinder nicht erschrocken? Er erwiderte mild. Nein, unsere Weiber und Kinder fürchten sich nicht zu sterben. Wow. Das hat ihn getroffen. Und dieselbe Frage, die all die anderen schon hatten, nicht wahr? Die Calvin hatte. Wie kann der so einen Frieden im Herzen haben, den ich nicht habe? Diese Frage war, bei jetzt auch. Und vielleicht haben Sie heute auch so ein bisschen diese Frage in dem Herzen. Warum konnten die alle im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert so einen Frieden im Herzen haben, den ich noch nicht habe? Er kam dort in Amerika an, seine Indianermission war nicht so erfolgreich, aber er hat viel Zeit verbracht mit den Brüdern dort und er sagt, sowohl die ganze Einfach, äh, die große Einfachheit als auch die Feierlichkeit des Ganzen ließ mich die dazwischenliegenden 1700 Jahre beinahe vergessen. Und versetzten mich in eine Versammlung, wo Form und Staat nicht galten, sondern wo Paulus der Zeltmacher oder Petrus der Fischer unter Bekundung des Geistes und der Kraft den Vorsitz hatten. Er hat sich gefühlt wie bei den Urchristen. Und dann kommt er zurück nach, Amerika, äh, nach England und am 24. Mai 1738 hatte er ein besonderes Erlebnis. Es heißt das Aldersgate Street Erlebnis. Er ist in Aldersgate Street bei einem Vortrag. Der hieß nicht Magna Conflictio, aber es ging auch um Luther. Was sagen Sie dazu? John Wesley hat ein besonderes Erlebnis mit Gott in einem Vortrag gehabt, wo es um Luther ging. Hm. Und als dort in diesem Vortrag Zitate von Luther vorgelesen wurden, sagt er später: Ich fühlte mein Herz seltsam erwärmt. Er saß dort, so wie Sie heute hier sitzen, oder vielleicht vor dem Livestream sitzen. Damals gab es noch keinen Livestream. Und er hat auch diese Zitate gehört über die Gerechtigkeit aus Glauben, was Luther damals gesagt hat, über die Reformatoren. Und als er da saß, hat er gesagt: Irgendwas bewirkt das in meinem Herzen. Ich fühlte, dass ich mein ganzes Vertrauen für mein Seelenheil auf Christus, ja, auf Christus allein setzte. Und ich erhielt die Versicherung, dass er meine, ja, meine Sünden weggenommen und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes erlöst hatte. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du diese Vorträge bisher angeschaut hast, hier oder im Internet, ist dein Herz auch seltsam gewärmt worden. Hast du auch das Gefühl bekommen, was die erlebt haben, diesen Frieden, das möchte ich auch haben. Könnte es sein, dass Jesus nicht nur für die Sünden von Luther gestorben ist und für Sünden von Zwingli und von de Bacquin und von Huss und von ich weiß nicht wem, sondern auch für meine Sünden, für deine Sünden, für deine liebe Zuschauer, der du gerade zuschaust oder später die Aufnahme siehst, für deine Schuld, dass Jesus genauso dein Gott sein kann? Er hat Jesus gesehen. Er hat sein Herz Jesus ausgeschüttet. Und er hatte Frieden im Herzen. Und ja, er hat weiter ein heiliges Leben gepredigt. Aber jetzt nicht mehr als ein Mittel, um erlöst zu werden, sondern weil er sich so sehr gefreut hat, dass Jesus schon alles getan hat. Weil er sich so sehr gefreut hat, wollte er jetzt gerne Gottes Gebote halten, die damals sehr in Verachtung waren. Damals gab es viele Leute, die gesagt haben, wir brauchen Gottes Gesetz nicht mehr und es ist abgeschafft. Aber er wusste, dass das nicht der Fall ist. Der Grund war, Damals gab es viele Leute, die gesagt haben, Gott hat in seiner Weisheit schon entschieden, ob du gerettet bist und du nicht. nicht wahr? Gott hat dich bestimmt zur Errettung und dich nicht. Und dich ja und dich nicht. Und weil er das bestimmt hat, brauchen wir kein Gesetz, weil du, der schon erwählt bist, wirst du sowieso im Himmel sein und du, der du verloren bist, kannst du machen, was du willst. Das war so die gängige Lehre seiner Zeit. Und dass das ziemlich den Menschen zerdrückt, kann man sich vorstellen, oder? Wesley hat gesagt als er die Bibel studiert hat, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott und zum Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott möchte, dass du gerettet wirst. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Jesus ist für dich gestorben. Gott hat niemanden vorher ausgewählt und gesagt, du wirst gerade du nicht. Du hast eine echte Chance. Wirst du diese Chance nutzen? Wir wollen heute genau das erleben, was hier steht, in Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, soll in die Welt kommen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du nur ein bisschen aufgepasst hast, diese Vorträge, wirst du wissen, dass Christus zu deinem Herzen gesprochen hat. Der Heilige Geist hat dein Herz, bin mir ganz sicher, berührt. Das überspringen wir. Ich möchte direkt zum Punkt kommen heute. Wir wollen jetzt eine Entscheidung fällen. Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu fällen. Ähm, während jetzt Karten ausgeteilt werden, dürfen Sie darüber nachdenken, ob Sie diese Entscheidung, Christus als Ihren persönlichen Heiland anzunehmen, ob Sie das zu Ihrer Entscheidung heute machen wollen. Vielleicht haben Sie heute kein Elder Skate Street-Erlebnis aber vielleicht ein Kissinger Straße 43-Erlebnis oder ein www.magnaconfliktz.de-Erlebnis gehabt, dass ihr Herz seltsam gewärmt worden ist. Und wenn wir jetzt ein Musikstück hören, haben Sie Zeit, darüber nachzudenken. Und für alle, die im Livestream sind, möchte ich kurz Ihnen erklären, wofür Sie sich entscheiden können. Sie können sagen, heute, nach diesem Vortrag, möchte ich sagen, dieses Thema hat mich zum Nachdenken gemacht. Ich möchte dieses Thema vertiefen. Ich habe das Gefühl, Gott hat zu mir gesprochen. Wenn das Ihr Wunsch ist oder wenn das für Sie zutrifft, dann können Sie das einfach anklicken. Hier. Anstreichen oder auch im Internet eine Nachricht schicken. Wenn Sie sagen, ich nehme Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser an, dann können Sie das ankreuzen. Diese Entscheidung heute versiegeln. So wie all die vielen Leute, von denen wir heute gehört haben, diese Entscheidung getroffen haben und ein glückliches, zufriedenes Leben gelebt haben mit ihm. Und Sie können auch ankreuzen, wenn Sie sagen möchten, ich wünsche ein persönliches Gespräch. Vielleicht gibt es Dinge, die auf meinem Herzen sind und ich weiß nicht, wohin damit. Und es gibt die Möglichkeit, darüber zu reden. Und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, um diese Entscheidung zu besiegen. Ich weiß nicht, wofür Sie sich heute entschieden haben. Sie können Ihre Entscheidung uns gerne mitteilen, indem Sie diese Karte am Ende beim Ausgang abgeben. Und wir freuen uns darüber, wenn Sie vor allem das hier angekreuzt haben. Denn darum geht es in all dem, was wir machen. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist für dich gestorben. Und er möchte, dass du dieselbe glückliche Erfahrung hast: wie Luther Zwingli, de Barquin, Tyndale, Petri, wie sie alle hießen. Und wenn unser Herz heute auch ein bisschen warm geworden ist für Christus, dann möchte ich Sie einladen, dass wir einfach gemeinsam ein Abschlussgebet sprechen, um diesen Abend zu beenden lieber Vater im Himmel, wir möchten dich von Herzen, dir von Herzen Dank sagen, dass wir in der Vogelperspektive so viele Männer und Frauen sehen konnten, die treu zu dir standen, die mit Frieden im Herzen die Wahrheit verteidigt haben und die alles bereit waren aufzugeben, nur um dich zu haben. Da waren Fürsten dabei, die ihre Fürstentümer verlassen wollten zur Not. Da waren junge Frauen dabei, die sich haben lieber lebendig vergraben lassen. Da waren brillante Männer, die eine große Karriere hatten, hätten haben können. Aber sie haben alles gegeben für dich. Und du wirst es ihnen einmal in aller Ewigkeit lohnen. Denn sie haben das ewige Leben erreicht. Da gab es andere, die haben auf diese Welt geachtet. Die haben wie Karl V. und wie Franz I. Politik oder weltlichen Gewinn zu ihrer größten Prämisse gemacht und sind als enttäuschte, frustrierte, gebrochene Männer gestorben. Jesus, das möchten wir nicht. Wir möchten ein ewiges Leben mit dir. Und wir danken dir, dass in diesem Magna-Konflikt, so in diesem großen, gewaltigen Konflikt, dein Wort hell leuchtet wie eine Fackel. Wir haben gesehen, wir sind nicht außerhalb dieses Konfliktes, wir sind mittendrin. Wir wollen von diesen Männern und Frauen lernen und danken dir, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist, dass du unser persönlicher Heiland bist. Und wenn wir weiter dieses Thema studieren, und jetzt immer mehr Richtung unserer Zeit gelang und die Konflikte sehen, die in unserer Zeit brennen werden. Dann danken wir dir von ganzem Herzen, dass du doch weiter in uns führen wirst und uns bald wieder gesund zusammenbringen wirst. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.